Also, herzlich willkommen zu diesem Panel 15 mit dem Titel Kritische Interventionen. Wir haben drei Panelisten. Wir haben uns eben darauf geeinigt, dass wir die Vorträge hintereinander, also jeweils separat, diskutieren werden. Das heißt, wir haben jeden einzelnen Beitrag mit etwa 40 Minuten angesetzt, sodass wir auch gut in der Zeit durchkommen. Ich mache meine Einleitung kurz. Mein Name ist Dieter Merch, ich bin der Chair und ich begrüße ganz herzlich Karen van den Berg. Das ist für mich ein gewisser Zungenbrecher, Entschuldigung. Von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Sie hat einen Lehrstuhl für Kunsttheorie und inszenatorische Praxis an der Zeppelin-Universität. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Lehrstuhl, der sozusagen auf einzigartige Weise einen Raum zwischen Theorie und Praxis und kritischer Reflexion mit kuratorischen Anteilen etc. verbindet. Der Schwerpunkt ist Kunst und Politik, Aktivismus, soziale Kunst und so weiter. Der Hintergrund, Ausbildung, wenn ich das noch kurz nennen darf, von Karen van den Berg, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, ist Kunstgeschichte und klassische Archäologie. Das finde ich bemerkenswert. Die klassische Archäologie in dem Zusammenhang. Wir hören jetzt den ersten Beitrag, den wir dann auch direkt diskutieren werden. Bitte, Karen van den Berg. Danke für die Einführung. Unter dem etwas reißerischen Titel Kunst als Erkenntnisverweigerung möchte ich in den folgenden 20 Minuten zwei GegenwärtskünstlerInnen vorstellen, deren künstlerische Praxis von ganz unterschiedlichen Haltungen und Mitteln ihren Ausgangspunkt nimmt. Die beiden Künstlerinnen, über die ich sprechen werde, sind die Malerin Katharina Grosse und der Konzeptkünstler Ryan Gander. Beide gehen mit unterschiedlichen Taktiken gegen eine Kunsterfahrung vor, die sich als Erkenntnisprozess von einer Erschließung von Vernunftwissen, denn dies allein wäre für die Kunst der Gegenwartskunst vermutlich nichts Besonderes. Grosse und Gander gehen auf unterschiedliche Weise auch in Opposition zu jenem erkennen, das sich in den Worten von Jürgen Habermas als Leistung einer sinnstiftenden Subjektivität verstehen lässt oder als anschauende, intuitive Erkenntnis bezeichnet wurde. Nun ist in der Kunst der Moderne die Frontstellung zu dem, was Spinoza Gemeinwissen nannte, vermutlich sogar eine Plattitüde. Zählt es doch zu den abgedroschensten Floskeln kunstwissenschaftlicher Interpretationstexte des 21. Jahrhunderts, Kunstwerke als Objekte zu beschreiben, die sich eindeutigen Sinnzuschreibungen entziehen und vor allem Subjekte Weltzugänge. Rede wird nicht von Ambiguitäten sein und auch nicht von jenen Formen sinnlich organisierten Sinns, die die abstrakte Malerei des 20. Jahrhunderts beschäftigte und die die Blickrichtung vom Blick auf und in das Bild umwendete auf seine BetrachterInnen und auf die Beobachtung der eigenen Wahrnehmung und des sinnlichen Vernehmens selbst. Auch wird es nicht um jene letzten Bilder gehen, die auf beredte Weise schweigen und sich als Ikonen der Sinnverweigerung der Erkenntnis entgegenstellen, wie etwa die schwarzen Malereien von Ed Reinhardt. Was Gander und Grosse tun, und das möchte ich im Folgenden zeigen, ist etwas anderes. Und dieses Nicht-Verstehen gilt es genauer zu verstehen. Hierin besteht das etwas paradoxe Anliegen dieser Kunst, aber auch meines Vortrags.
Was ich dabei unter anderem zeigen möchte, ist, dass beide Künstlerinnen sich nicht im Sinne einer Ästhetik des kontemplativen Wahrnehmens begreifen und auch nicht so operieren, mithin nicht das betreiben, was Hans-Ulrich Gumbrecht als Produktion von Präsenz beschrieben hat. Ihre Kunst zielt nicht darauf, Formen des sinnlichen Vernehmens oder des Wahrnehmens auf die Spur zu kommen. Grosse etwa geht es vielmehr um das Eingreifen in die Ordnung der Welt mit mal weniger und mal mehr diskreten Mitteln. Und Gender um eine Art Schönheit der Bedeutung und Interesse. Beide KünstlerInnen zählen dabei gerade nicht zu jenen Kunstschaffen, die ganz direkt politisch eingreifen und im Sinne der aktivistischen und sozial engagierten Kunst etwas an den konkreten Lebensverhältnissen ändern möchten. Sie zählen nicht zu jener Kunstrichtung, die Christoph Menke ja nicht ganz ohne diskreditierende Absicht als Kunst der sinnlichen Effekte und Phänomene bezeichnet hat. Entschuldigung, sie zählen eher zu jener Kunstrichtung. Und die Menke dabei einer diskursiven Kunst gegenüberstellte. Auch operieren beide weitgehend im geschützten Ausstellungsraum. Lassen Sie mich nun den ersten Künstler vorstellen, den Briten Ryan Gander. Einer seiner bekanntesten Arbeiten, das im Rahmen der Documenta 13 gezeigte Werk I Need Some Meaning, I Can Memorize, The Invisible Pull. Das sehen Sie hier. Diese Arbeit bildete einen programmatischen Auftakt zur gesamten Documenta. Sie war eines von zwei Werken im ersten Ausstellungssaal im Kasseler Fridericianum, einem Ausstellungssaal, der aufs erste Hinsehen beinahe gänzlich leer wirkte. Hier in der Herzkammer der Großausstellung, wo bei früheren Ausgaben der Documenta sonst beeindruckende Bilderzyklen oder spektakuläre Installationen den Besucherinnen eine Ouvertüre der Gesamtschau boten, schickte nur ein kaum sichtbarer Ventilator eine leichte Brise durch den Raum. Und genau dies war dann auch schon der Beitrag des britischen Konzeptkünstlers Ryan Gander. Nur ein kleines, scheinbar herrenlos auf der weißen Wand sitzendes Ausstellungslabel Schildchen machte überhaupt kenntlich, dass es sich bei dem Wind um einen künstlerischen Beitrag handelte. Durch den hier zu lesenden Titel I Need Some Meaning, I Can Memorize, The Invisible Pull wurde auf eine uneingelöste Hoffnung auf Bedeutung bzw. Meaning hingewiesen. Gegeben war nur ein Windhauch, der in seiner ephemeren Nicht-Existenz das Gegenteil dessen erzeugte, was sich erinnern ließe und im emphatischen Sinne ikonisch wäre. Dieser leichte Wind war nur als reiner Moment erlebbar, der auf nichts verweist und allenfalls die Leere des Raumes spürbar werden ließ. Zum wirklich sinnlichen Ereignis taugte er aber nicht. Dafür blieb der Eindruck zu schwach und zu wenig prägnant. In einer jüngeren Ausstellung, die Gander während des Lockdowns im Februar 2021 mit einer virtuellen Tour eröffnete, beschrieb Gander sein Selbstverständnis als Künstler wie folgt: I don't know what I'm doing, but by definition my job is to effectively not to know what I'm doing. Seine Aufgabe als Künstler sieht er also darin, auf effektive Weise nicht zu wissen, was er tut. Das Konzept seiner Ausstellung mit dem Titel Natural and Conventional Science Exhibition beschreibt er wie folgt: I've become a little obsessed with the idea that the world can be divided into those things that naturally convey meaning and those things that are made to convey meaning. Und weiter sagt er: Almost all art, perhaps with the exception of outsider art, is made of conventional signs, not natural ones.
For me, the phenomenon of finding natural signs outside the safety of a gallery by happenstance, like a discarded bus ticket, a waning moon, footprints in the snow, is often a memorable and significant experience, a more memorable and significant experience than those I'm fed and manipulated by. Die Zeichen, die gemacht werden, um etwas mitzuteilen, weist Gender also als aufdringlich und manipulierend zurück und sucht stattdessen nach solchen, die nicht gemacht sind, um etwas sagen zu wollen. Während seines Fellowships an der Princeton University befasste sich Ryan Gender intensiver mit der Frage nach dem Unterschied zwischen jenen Dingen, von denen er meint, sie würden von Natur aus Bedeutung vermitteln, und jenen Dingen, die gemacht werden, um Bedeutung zu vermitteln, die also eine intentionale Prägung besitzen. Wir sind hier immer noch in der Ausstellung. Ich blättere ein bisschen daran rum. Gender schickte daher seine Studierenden los, auf dem Campus nach nicht intendierten und, wie er es nennt, natürlichen Zeichen Ausschau zu halten und diese zu sammeln. Nun mag das Konzept des natürlichen Zeichens näher besehen theoretisch etwas brüchig sein. Was genau damit gemeint ist, bestimmt Gender dann auch nur dadurch, dass er versucht, sie in der Praxis zu finden und herzustellen. Er sucht also nach Gegenständen, die auf etwas hindeuten, dem Bedeutung zugesprochen wird, die aber aus anderem Anlass entstanden sind. Ihre Bedeutsamkeit ist mithin nicht von Dritten intendiert, sondern wird gleichsam zufällig vom Findenden entdeckt. In seiner Ausstellung finden sich auf dem Boden liegende Flugblätter und an der Wand eine Malerei, die Strich- und Punktkonstellation aufweisen und sowie Schriftzeichen anmuten. Man meint, ein Ausrufezeichen erkennen zu können oder arabische Buchstaben. Diese Blätter und Bilder sind offensichtlich das Ergebnis der Bemühung, etwas herzustellen, das aussieht wie Schrift, aber nichts bedeutet. Und der Künstler betont, dass etwas herzustellen, das aussieht wie Sprache, aber nichts ausdrückt, dass es enorm schwierig sei. Gern das ganze Bemühen richtet sich darauf, Zeichen zu schaffen, die keinen konkreten Informationsgehalt haben, aber trotzdem so etwas wie eine bedeutsame Welthaltigkeit aufweisen. Und zwar gerade, weil wir sie finden, weil sie uns zustoßen. Was aber ist daran so interessant und erstrebenswert, die informations- und wissenshaltige konkrete Bedeutung zu vermeiden? Ryan Gender geht es, möchte ich meinen, um intendierte Intentionslosigkeit. Er fertigt Objekte, die einer Welt von zuhandenen Gebrauchsgegenständen zu entstammen scheinen. Auf dem Boden verstreute Papierblätter, die anmuten wie, aber keine Botschaft, ein Ticketautomat, der computergesteuerte GPS-Koordinaten ausspuckt, eine Spendenbox, die mit Dollarscheinen gefüllt ist, die zu 5 zackigen Sternen gefaltet sind, und ein monumentales Foto, das ausgetragene Adidas-Turnschuhe zeigt. Und manchem vielleicht sogar als eine Art Reminiszenz an Van Goghs Bauernschuhe und Heideggers daran anschließende Überlegungen zur Zuhandenheit erscheinen mögen. Haben wir es hier mit entleerten oder befreiten Zeichen zu tun? Mit Apparaten oder Zeug, das entfremdet ist von jeder Zuhandenheit? Jedenfalls begegnen wir hier Malereien oder Gegenstände, die aussehen wie Malereien, Zetteln, die aussehen wie Flugblättern und Apparaten, die keine Funktion haben. Gender kreiert mit seinen Objekten und Inszenierungen eine Sphäre, in der konkrete Bedeutung eliminiert werden und uns gleichsam leere Hülsen einer Welt entgegenstehen, die von allen Botschaften befreit ist, einer Welt, die nichts Konkretes mehr mitteilen
teilt, über die man nichts wissen kann, die uns nichts sagt, von der nur gewiss ist, dass wir leiblich mitten in ihr stehen. Aber wir sehen in diesen welthaltigen und dennoch informationsentleerten Dingen, wir stehen in diesen Dingen wie Außerirdische, die nicht wissen können, was mit dieser Welt anzufangen ist und die Dollarscheine zu Sternchen falten. Ähnlich wie bei Gender geht es auch in der Kunst von Katharina Grosse um die Herstellung von Sphären, in denen es nichts zu verstehen gibt. Grosse erzeugt dabei Oberflächen und Formen, einerseits das evozieren, was Hans-Ulrich Gumprecht sinnliche Präsenzeffekte nannte, zugleich aber immer auch befremden und sich der kontemplativen Versenkung widersetzen. Denn für Grosse ist Malen zugleich, wie Ulrich Loock es treffend formulierte, Operation an der Ordnung der Welt, beziehungsweise eine Arbeit der Beziehung zum Umfeld und eine Art Eingreifen in die Welt. Wichtig für ihre Arbeit als Malerin, die nicht aus der Konzeptkunst kommt, sondern zunächst aus einer abstrakten Maltradition, ist der Beginn des Arbeitens in situ. Ende der 90er Jahre arbeitet sie erstmals mit der Spraypistole. Bald darauf schon entdeckt sie die Möglichkeit, dieses Tools über alle Ecken, Unebenheiten und Gegenstände hinwegzugehen. Ihre erste gesprayte Raumecke in der Kunsthalle Basel 1998 bedeutet daher eine Befreiung der Malerei in den Raum hinein. Ein für den Wirklichkeitsbezug dieser Malerei und ihren epistemischen Status noch radikaleren Schritt vollzog Grosse dann aber 2004, als sie ihr Düsseldorfer Schlafzimmer besprühte. Dabei streift sie mit der Spraypistole mit Grün, Violett, Blau, Gelb über Türen, Kisten, Wände, Bettwäsche, Möbel, herumliegende Bücher, Kleidung und den Fußboden hinweg. Das Foto des Zimmers dokumentiert ein zurückgelassenes Schlachtfeld, das die Spuren von zerstörerischem Furor trägt. Nicht nur, weil die Kleider, Bücher und Bettwäsche nur faktisch sind, sondern auch, weil Farbklänge dissonant wirken. In dieses Zimmer und dieses Leben kann man schwerlich zurückkehren. Von nun an wird Grosses Malerei invasiver und rücksichtsloser. In Ausstellungsräumen legt sie Stoffe, Erdhaufen, große Ballons und schließlich Styroporelemente und eigens zugeschnittene plastische Teile aus. Das ist jetzt hier das jüngste Beispiel im Hamburger Bahnhof. Bei ihren Arbeiten ist bemerkenswert, dass der eigene Kunstcharakter dabei nicht so entscheidend ist. Als die Malerin 2008 zur New Orleans Biennale eingeladen wurde und dann als ihren Werkbeitrag eines der verlassenen Häuser in einem vom Hurricane Katrina verwüsteten Wohnviertel inklusive des zugehörigen Grundstückes Orange ansprühte, war es nicht wichtig, ob das Projekt als Kunst erkannt wurde. Insbesondere Grosses Arbeiten im Außenraum, jenseits der Museumsmauern, gehen dabei invasiv vor. Sie sind alles andere als kontemplativ. Die neongrellen und giftig wirkenden Farben sollen auch geradezu nerven, wie sie selbst sagt. Sie sollen irgendwie ins Gesicht ragen und eine gewisse Form von Nervigkeit soll davon ausgehen. Dass Grosses Arbeiten auch etwas Zerstörerisches haben und bestehende Ordnung übergehen und außer Kraft setzen, steht dabei außer Frage. Genau deshalb bezeichnet Loock die In-Situ-Malerei auch als Operation an der Welt, die Grosse am lebendigen Leibe vornimmt und nicht im symbolisch ausgegrenzten Bereich. Wobei eben diese Aktionen immer Teil von Ausstellungen sind, das muss man dazu sagen. Dabei wird durchaus auch an ethische Maßgaben bei der Herstellung von Kunstwerken erinnert, wie etwa die Frage, wann ein solches Vorgehen im öffentlichen Raum zum Vandalismus wird.
Wenn große ganze Häuser überspräht, dann bleibt daran das Besondere, dass sie damit nicht nur um einen Kunstdiskurs kreist, sondern Markierungen setzt, die dazu auffordern, auf Distanz zu gehen, zu dem zu gehen, was unumstößlich gegeben scheint. Oder wie Grosse es formuliert, eine Empathie für die Offenheit der Welt zu gewinnen. Als Grosse 2017 zur Triennale nach Aarhus eingeladen wurde, realisierte sie mit ihrem Team eine ihrer radikalsten Interventionen. Die sehen Sie jetzt hier. Sie besprayte eine über 5000 Quadratmeter große Fläche mit Acrylfarbe. Die Einfärbung ging über Gras, kleine Sträucher, Bäumstämme, Steine, Rad und den Fußgängerweg hinweg. So als hätte so eine Art Gigant hier mehrere Farbeimer ausgekippt. Gerade die In-situ-Arbeiten der Künstlerin befähigen uns, Häuser, Straßen und Landschaften auf neue Weise in den Blick zu nehmen. Gibt es doch eine Nähe zu den Dingen, die blind macht. Grosse schleudert daher kühn, neonleuchtendes Magenta, Gelb, giftiges Grün, Blau und Violett in die Alltagswirklichkeit und lässt so jenes fremde, unerwartete, andere, inkonsumerable aufscheinen, das hier auch sein könnte. Vor Beginn jeder Arbeit fragt sich die Künstlerin, Zitat, wie komme ich von dem weg, was mir immer schon als mein Wissen bekannt ist. Für sie ist nicht ein vorgedachtes Konzept entscheidend, sondern der Akt des Malens selbst. Sie sagt, I think a painting is a method to show possible structures. Und wenn sie das sagt, meint sie damit eben auch Strukturen der Wirklichkeit. Okui Envesor verwies deshalb darauf, dass diese transformative Geste von Grosse an Gilles Deleuze' Ausführung zum Phänomen der Falte erinnert. In seinem Band Die Falte, Leibniz und der Barock, unterstrich Deleuze die antisubstantialistische Haltung des Barock. Zitat, der Barock verweist nicht auf ein Wesen, sondern vielmehr auf eine operative Funktion, auf ein Charakteristikum. Er bildet unaufhörlich Der Barock vermeide so das Denken der Welt als vernunftgeleitete Einheit, weil sich in der Vernunft ein gewaltsamer Herrschaftsanspruch über alles Endliche formuliere. An die Stelle der vernunftgeleiteten Einheit trete daher die lebendige Vielheit. Dabei wird die Welt, wie in den Worten Gilles Deleuze, zu einer Emission von Singularitäten. Dieses transformative und am singulären Ereignis orientierte Weltverhältnis ist tatsächlich nahe an dem, wofür sich auch Grosse interessiert. Ihre dringlichste Frage sei, so die Künstlerin, wie multiple andere mögliche Wirklichkeiten aussehen. Übermalen einer bestimmten Weltform. Er spüre, Zitat, Prototypen von möglichen Wirklichkeiten. Anstatt auf Wissen, Erkennen und Urteilen abzuheben, geht es in Grosses Kunst um eine Übung im Aushalten des Offenen, das im emphatischen Sinne da ist. Anders als Ryan Gander arbeitet sie dabei nicht mit dem Mittel der Informationsentleerung, sondern mit einer gewissen optischen Opulenz. Beide aber laden auf unterschiedliche Weise ein in einen spekulativen Raum, der keine Einsichten zu bieten hat, sondern eine dynamisierte Welthaltigkeit ohne konkretes Hier und Jetzt. Einer Bedeutsamkeit auf der Spur. Grosse
produziert machtvolle Elemente, die einen Weg in eine offene Welt aufweisen. Versteht man Erkenntnis als Resultat der theoretischen Aneignung von Strukturen, Phänomenen, Ordnungen, Gesetzmäßigkeiten, beziehungsweise als empirische Aneignung bestimmter Objektbereiche oder bestimmter gesellschaftlicher oder natürlicher Phänomene, so führen diese Künstlerinnen mit ihren Projekten weg von einem solchen Weltzugang und machen dadurch aber zugleich auch kenntlich, wie unvermeidbar sonst der erkenntnisgeleitete Weltzugang scheint. Gander fragt nach einer Bedeutsamkeit ohne Interesse und Grosse versucht sich im Übermalen Jetzt war gerade die Verbindung sehr schlecht. Vielleicht die letzten ein, zwei Sätze noch was sagen. Okay. Versteht man Erkenntnis als Resultat der theoretischen Aneignung von Strukturen, Phänomenen, Ordnungen, Gesetzmäßigkeiten beziehungsweise als empirische Aneignung bestimmter Objektbereiche oder bestimmter gesellschaftlicher oder natürlicher Phänomene, so führen diese Künstlerinnen mit ihren Projekten weg von einem solchen Weltzugang und machen dadurch aber zugleich auch kenntlich, wie unvermeidbar sonst der erkenntnisgeleitete Weltzugang scheint. Gander fragt nach einer Bedeutsamkeit ohne Interesse und Grosse versucht sich im Übermalen epistemischer Weltordnungen. Ja, ganz herzlichen Dank. Leider gab es immer wieder diese Verbindungsprobleme und Abbrüche und so weiter. Das ist sehr schade. Wir wollen trotzdem versuchen zu diskutieren. Schade. Ja, das ist sehr, sehr schade. Wir versuchen zu diskutieren. Ich würde jetzt gerne die Teilnehmenden einladen, nicht nur die Hand zu heben, sondern in den F und A Bereich kurz einfach nur zu schreiben, dass Sie eine Frage haben. Ich sehe, dass Anna Kipke gleich schon sich gemeldet hat. Die Frage ist, wie wir sie sehen können. Wäre gerne mit oder Video können. Oder nur Audio? Möchten wir vielleicht auch gerne mit Bild. Ja. Ja, tut mir leid, dass die Verbindung so schlecht war. Gewöhnlich habe ich nicht diese Probleme. Also. Ja. Hallo in die Runde. Oh. Hallo. Ja, gut. Vielen, vielen Dank für den Vortrag, den ich sehr erhellend fand und gerade die Gegenüberstellung von dieser Lehre, also auch der Informationslehre bei Ryan Gander und dieser Fülle, also auch formal ästhetisch bei Katharina Grosse. Mich würde nochmal interessieren, dieses Verhältnis von Politik und Kontemplation, das Sie ja so ein bisschen auch am Anfang eröffnet hatten, also das Politische auf der einen Seite als Eingreifen in die Welt, also auch diesen invasiven Moment, den Sie bei Katharina Grosse gesehen, eben nachgewiesen haben und auf der anderen Seite die Kontemplation als ja auch immer irgendwas, was so ein bisschen apolitisch ist. Und da würde mich nochmal interessieren, diese ganze Frage der Ökonomie, die ja eigentlich bei Katharina Grosse ja auch so mitschwingt. Also ich fand das gerade im Hamburger Bahnhof eindrücklich, also da, wo eigentlich die Ausstellung eben auch endet, weil dann da Eigentum anfängt und genau, diese ganze Frage der Privatisierung des öffentlichen Raums und so weiter ja total präsent wird. Also eben weil das Graffiti, weil die Installation eine Grenze hat. Und genau, und inwieweit, genau, also die Frage der Ökonomie bei Katharina Grosse finde ich irgendwie auch einen wichtigen Aspekt. Also wie würden Sie das dazu konstellieren? Spielt das für Sie eine Rolle? Und was bedeutet das denn eigentlich für diesen Begriff der Intervention, der kritischen Intervention? Genau, ja, das wäre meine Frage. Ja, ganz vielen Dank für diese mehreren Fragen. Ja. Begriff Kontemplation.
Ich hatte versucht, am Anfang deutlich zu machen, dass es bei keinem der beiden Künstler um kontemplative Anschauung geht. Also wenn man bei Grosse in diesen Raum hineingeht, ist es nicht so, dass man als erstes sich selbst als Wahrnehmenden wahrnimmt und dieses Vernehmen im Vordergrund steht, sondern es sind erstmal diese Dinge im ganz emphatischen Sinne einfach da. Die stellen sich einfach gegen eine Kontemplation, auch weil sie so beweglich, dynamisiert sind und irgendwie aggressiv auch in einer gewissen Weise sind. Trotz der Gefälligkeit der Farben, die man auch darin sehen mag. Also insofern, Kontemplation, würde ich sagen, verweigern eigentlich diese Situation, die da geschaffen wird. Eingreifen, dieses ganz, ganz stark und massiv Agierende in der Welt. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage nach der Ökonomie, die dahinter steckt. Die finde ich natürlich super interessant. Ich bin gerade im Moment dabei, ein Buch zu finalisieren, eben über diese Studiopraxis. Und da ist auch Katharina Grosse eine ganz wichtige Akteurin, mit der ich mich da auseinandersetze. Und was interessant ist, ist, dass sie mit dieser Art und Weise, wie sie in den öffentlichen Raum hineingeht und ja im Falle des Hamburger Bahnhofs auch darüber hin, also über das Museum hinaus auf die Straße geht und die angrenzenden Gebäude, dahinter steckt natürlich ein enormer Arbeitsapparat. Ja, also bis dahin, dass da die Straßen geteert werden und Folien ausgelegt werden und so weiter und so fort. Das Interessante mit thematisiert, indem sie zum Beispiel in dem begleitenden Katalog dokumentiert, wie das Ganze entstanden ist, sodass der ganze Aufwand auch deutlich wird. Und dieser Aufwand, der dahinter steckt, der wird einem auch sofort als Besucher irgendwie präsent. Und sie zeigt dann auf einem Wandtext, wer da alles mitgemacht hat, bis hin zur Köchin, die da dran beteiligt und der Haushälterin, die daran beteiligt war. Und zeigt so wiederum ihr eigenes Agieren als ein Agieren in einem ganz bestimmten Ökosystem, würde ich jetzt mal sagen, der Berliner Kreativwirtschaft, wenn man so will. Und das heißt also, dieses Verweigern von Information und Bedeutung im Werk selbst. Da würde ich dabei bleiben, dass das so ist, wird begleitet von Selbstsituierung des eigenen künstlerischen Schaffens, die dann doch mit den ganzen Diskursen des Kunstfeldes, wo Kunst als ein historisch in bestimmter Weise formiertes Konzept verstanden wird. In diesem Diskurs platziert sie sich dann doch, und zwar als eine Künstlerin, die sich zwischen anderen Akteuren und Arbeiterinnen, wenn man so will, und Haushälterinnen in einem ganz bestimmten Ökotop versteht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe im Moment keine. Dann würde ich gerne selbst eine Frage stellen, weil sie so dezidiert gewissermaßen gegen den Kongresstitel eben Ästhetik und Erkenntnis, sozusagen die Erkenntnisverweigerung setzen. Hat das nicht damit zu tun, dass Sie einen bestimmten Erkenntnisbegriff unterstellen oder unterlegen? Sie haben ihn ja expliziert. Und in Relation zu diesem Erkenntnisbegriff kann man dann auch von Verweigerung der Erkenntnis sprechen, denn Eingriff in die Ordnung der Welt, Intervention, Derangierung, mögliche Welten, das alles sind ja reflexive Praktiken, die sozusagen eo ipso Erkenntnispraktiken sind. Ja, ganz klar, ich habe ja auch am Anfang gesagt, das ist ein bisschen polemisch gewählt, ja. Ich habe auch, muss ich zugeben, die Schwierigkeit, die hat mich die ganze Zeit beim Schreiben begleitet, dass man natürlich prinzipiell sagen kann, die ganze Kunst der Moderne verweigert sich bestimmten Erkenntnissen. Ja, fast schon so eine Art Floskel geworden.
Nichtsdestotrotz ist mein Eindruck, dass diese beiden KünstlerInnen, jetzt ist meine Netzverbindung wieder instabil, dass diese beiden KünstlerInnen auf bestimmte Weise mit einer Art, wie im Kunstfeld mit Bedeutung umgegangen wird und mit Erkenntnis und Wissen umgegangen wird, der eine bestimmte andere Technik entgegenstellen. Und dass es in ihren Arbeiten in besonderer Weise darum geht. Deswegen habe ich auch, also ich würde auch sagen, dass sie beide auf bestimmte Weise schon politisch sind, aber auf eine sehr viel indirektere Weise als irgendwelche Aktivisten oder sozial engagierte KünstlerInnen, die eher mit ganz starken Symbolen, einer Fülle von Verweisen operieren. Und ich würde sagen, dass so ein semiotisch überladenes Kunstschaffen sehr verbreitet ist im Kunstfeld, wenn man so durch die Dokumenten und Biennalen der letzten Jahre streift, dann geht es ganz viel um Wissenszusammenhänge, ganz viel um Hinweise auf alle möglichen Diskurse. Und was diese beiden, also vor allen Dingen bei Katharina Grosse sehe ich das so, dass sie versuchen, ohne diese ganzen semiotischen, aufgeladenen, symbolischen Verweise auszukommen und so einer formalen Tätigkeit was zu entwickeln, was nicht rein formalistisch bleibt, sondern was nach unseren Erkenntnismöglichkeiten irgendwie fragt und eingreift in die Welt. Und ja, das habe ich versucht so herauszuarbeiten und das schon als eine gewisse Verweigerung auch von so einer Bedeutungshaftigkeit gesehen. Ja, genau. Ne? Also dieses, ich meine, mit der Bedeutung hat es ja so seine eigene Bewandtnis. Ne? Roland Barthes hat ja gesagt, die Bedeutung ist närrisch. Jagt man sie zur Tür heraus, kommt sie zum Fenster wieder rein. Also der Mensch kann nicht umhin, sozusagen, auch wenn er das etwas Sinnloses schafft, den Sinn des Sinnlosen zu schaffen. Also das heißt, man kann eigentlich dem nicht entfliehen. Also gerade bei Rhein Gender haben sie ja klar gemacht, dass es sozusagen um die Lehre geht, um etwas, was man als intendierte Intentionslosigkeit bezeichnen könnte. Cage ist eigentlich einer der radikalsten, die das versucht haben, aber es öffnet sich gewissermaßen einer anderen Erfahrung. Und genau dieses Öffnen hinzu und damit auch ein Überschreiten sozusagen des Kunstfeldes oder des bis dahin gültigen Kunstfeldes ist ja genau dieses Moment, was man als reflexive Erkenntnispraxis bezeichnen kann. Dass alles politisch ist, ist schon klar. Aber ich finde, das sagt eben nicht viel, wenn man auch auf die Politizität abhebt von Kunst, sagt es insofern nicht viel, weil manchmal das, was Cage hat man ja auch vorgeworfen, das sei unpolitisch am Anfang, aber vielleicht ist das viel politischer gewesen in einer bestimmten Weise als das, was man vordergründig als das Politische bezeichnet. Also ich will damit sagen, man muss immer die Relation der Begriffe im Auge behalten, wenn man von Erkenntnis und Erkenntnisverweigerung spricht, meint man eine bestimmte Erkenntnis. Wenn man vom Politischen spricht, meint man eine bestimmte Art von Politizität. Und das macht eben Probleme sozusagen in der Beschreibung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber sozusagen das Faszinosum künstlerischer Praktiken, dass sie genau immer an dieser Relationalität ansetzen und in diese Relationalität sozusagen das Moment einer Brechung eintragen. Ja, also ich würde bei Ryan Gander schon sagen, dass er
an einem konkreten politischen Problem dran ist. Und bei Katharina Grosse würde ich das auch sagen. Also bei Ryan Gender würde ich sagen, geht es um das, was Bifo Berardi als die Implosion der Infosphäre genannt hat, also diese Fülle von Zeichen, so dann dem was genau entgegenzusetzen, ne? Und das bewusst zu machen, dass da hinter all diesen Zeichen Intentionen stecken und eine Welt aufzusuchen, in der es vielleicht noch Bedeutsamkeit gibt, die ohne gewollt zu sein auftritt, ne? Und bei Katharina Grosse würde ich eben auch sagen, dass es darum geht, diese Welt, wie sie ist, so nicht hinzunehmen. Genau. Also das ist auch ein feministischer Ansatz, ein Stück weit, der dahinter steckt, auch hinter dieser Größendimension. Also so aufzutreten, diesen Raum sich zu nehmen, das ist auch eine feministische Geste, wenn man so will. Ja, ja, den größten Wahn zu konterkarieren, ja. Mit einem ganz anderen, mit einem sinnlichen, mit einer explosiven, ne, Geste, ganz klar. Genau, genau. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, mir ist es wichtig, dass sich das aber, diese Antritte sich unterscheiden von so einer Situation der Kunstwahrnehmung, in der sich schon so etwas wie intuitive Erkenntnis einstellt. Ja, indem man so diesen Eindruck hat, ja, das ist es. So dieses Bild sich plötzlich so in so einer Ikonizität einem entgegenhält, so dass man so ein emphatisches Erkenntnismoment hat. Ja, ja. Und diese Form des emphatischen Erkenntnismoments wird da permanent unterlaufen von beiden KünstlerInnen. Und das war mir einfach wichtig. Und darin, glaube ich, sind sie auch wirklich so Kinder des 21. Jahrhunderts in dem, was sie tun. Gut, da gibt es eine Frage. Wir müssen aber jetzt übergehen. Ich habe gesehen von Anna Stefner De Marco, hier steht, wäre es sinnvoll, einen Zwang zur Erkenntnis, das eigentlich als Problematische von Erkenntnis per se zu unterscheiden. Das war eigentlich auch gemeint, ja. Mhm. Gut. Okay, vielen, vielen Dank. Danke auch. Und wir gehen über zum nächsten Vortrag. Joachim Landkammer, wir haben ja gewünscht, das ganz kurz zu machen, ganz kurze Vorstellung. Er ist akademischer Mitarbeiter am selben Lehrstuhl von Karin van den Berg. Er hat in Genua und Turin Philosophie studiert, promoviert über den Historikerstreit, den Deutschen auf Italienisch, soweit ich gesehen habe, war Mitarbeiter bei Zimmerli, Mitarbeiter an der Universität Witten-Herdecke, ist jetzt, wie gesagt, am Lehrstuhl Karin van den Bergs und verantwortlich für das Art-Programm auch der Zeppelin-Universität, insbesondere im Bereich Musik. Und damit leite ich über direkt zu Ihrem Vortrag. Ja, vielen Dank. Man sieht alles, man hört mich. Ja, ja. Vielen Dank. Ich muss mich bei denen entschuldigen, die wegen des ursprünglichen Titels und Exposés zuhören. Ich kann zur angekündigten Notation nichts sagen. Mein Text, der ausdrücklich ein Essay, also ein Versuch ist, leistet nur einen ersten Schritt zur im ursprünglichen Exposé angedeuteten Frage. Er versucht einen Vorbehalt, einen vielleicht unsinnigen, einen sehr persönlichen Widerwillen zu artikulieren gegen Beschreibungen von Kunst und Kunsterfahrungen, die um die Themen der Performativität, des emphatischen Präsenzerlebens, des Ereignisses und der Aura zentriert sind. Stattdessen soll an die Ideale der vielgescholtenen traditionellen und traditionalistischen Werkästhetik, an die Vorstellung von Intentionalität und der quasi-rationalen Durchdringung von Rezeption angeknüpft werden. Und sei es nur, um ihr als einer für immer Verlorene nostalgisch nachzutrauern. Der anti-ekstatische Impetus, der hinter diesem Rückzugsgefecht steht, riskiert bewusst den Vorwurf der konservativ-reaktionären Borniertheit
und Rückwärtsgewandtheit deklariert sich daher auch uneingeschränkt als idiosynkratische Minderheitenposition ohne jeden Geltungsanspruch, der über mein eigenes provinzielles Kulturkleingärtnertum hinausginge. Nicht um ein Lob der Provinz zu singen, sondern um sich schlicht einzugestehen, dass man offenbar von den Zeitgeist aktuellen metropolitanen Kunstdiskursen längst abgehängt wurde und das ist das eigentlich Schlimme daran, eigentlich gar nicht so schlimm findet. Ich beginne mit einer rhetorischen Frage, mit der ich immer schon mal einen wissenschaftlichen Vortrag beginnen wollte, mich aber bisher nie getraut habe, nämlich mit der Standard-Intro: Kennen Sie das nicht auch? Mit dieser unverblümt sich anbiedernden, etwas abgestanden nach Stand-up-Comedy riechenden Phrase möchte ich mit der Erinnerung an eine Form der Auseinandersetzung mit Kunst im weitesten Sinn einsteigen, die mir unterschätzt und zu Unrecht von oben herab belächelt erscheint. Kennen Sie das also nicht auch, dass Sie irgendwann und an irgendeiner bestimmten Stelle Ihres irdischen Lebens und Erlebens mal einfach alles wissen, kennen, sehen, lesen wollen? Freilich mit der wichtigen Respezifizierung: alles von X, alles über X. Ich meine die gleichzeitig totalisierende und selektierende Rezeptionsidee einer gesuchten Auseinandersetzung mit allem Wissbaren, Lesbaren, Erfahrbaren von X. Die angestrebte Wahrnehmung und Kenntnisnahme eines Gesamtwerkes oder eines gesamten Werkes, etwa von Dantes Göttliche Komödie mit allen 100 Kanti aus allen drei Kantici, von Thomas Manns gesamten Romanwerk, von allen Klaviersonaten Beethovens, um mich zu eigenen hochfragwürdigen Unternehmungen dieser Art zu bekennen. Also eine solche Unternehmung setzt sich heute sehr ungeschützt dem Vorwurf des hohlen Pedantismus, der bildungshubernden Angeberei, der gargantuesken manischen Bücherfresserei. Sie kennen vermutlich die Diskussion, die pathologische, meist weibliche Lesewut, des kunstfernen Abhackens von Kulturkonsumprodukten nur der Vollständigkeit halber aus. Vor unseren kulturkritischen Augen entsteht sofort entweder das jämmerliche Bild einer Bescheid wissen wollenden Oberflächlichkeit oder aber der ebenso abschreckende Prototyp jenes hybriden Zwitterwesens des monothematischen Laienexperten, der die allgegenwärtige Spezialisierung auf die Spitze eines vollkommen ein- und abseitigen Nischeninteresses getrieben hat. Früher war man mit einem solchen idiosynkratischen Interessenfokus noch fernsehshowtauglich, heute sind dagegen breit aufgestellte Alleswisser gefragt. Eine solche Haltung lässt sich heute leicht diskreditieren und sie ist immer auch schon diskreditiert worden. Ich erinnere nur an ihre Denunziation im Faust, wo Wagners streberhaftes und speichelleckendes Bekenntnis, zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen, den viel ernsteren, tieferen Erkenntniswillen des Meisters umso strahlender hervorheben soll, der sich ja im Gegensatz zu seinem anmaßenden Gehilfen gleich zu Beginn notorisch zum dummen, armen Tor erniedrigt hat, was natürlich seit Sokrates eine sehr viel cleverere rhetorische Ausgangsbasis für alsbald darauf folgende transzendent überschießende Wissenswollensansprüche darstellt. Leicht verunglimpfen lässt sich auch die scheinbar analoge Manie des listenführenden und abhakenden Konsums von vorgeschriebenen Must-See-Items für die einschlägige Publikation unter dem Titel Muster N Things to See, Read, Visit Before You Die bereitstehen. Der halb pathetisch, halb ironische, aber an sich kaum widerlegbare Hinweis auf die durch die menschliche Lebensendlichkeit gegebene quantitative Obergrenze des Erfahrbaren wird dabei konterkariert durch die implizite Beruhigung, dass nach dem erfolgreichen Abarbeiten eines überschaubar endlichen Pflichtprogramms der Tod jemanden holen wird, der alles Sehenswerte gesehen hat, der die aufgegebene Vollständigkeit und Saturiertheit erreicht hat. Tod, wo ist dein Stachel, darf dem Sensenmann grinsend entgegenrufen, wer zufrieden und pflichtgemäß sein irdisch mögliches Pensum absolviert und gewissermaßen gewissenhaft Scheckheft gepflegt, seine Lebenszeit erschöpfend genutzt hat. Man wird also nicht umhinkommen, diese Illusion der Vollständigkeit, den Traum einer abzählbar endlichen Totalität des Erfahrbaren als konsumistisch fromme Lebens- bzw. eben Todeslüge anzuprangern, darüber hinaus aber ganz allgemein jede Form eines angestrebten Alles als realitätsferne Chimäre, als unerreichbare, vermessene und überhebliche Zielorientierung zu brandmarken. Gleichwohl gibt es vielleicht einige mögliche gegenläufige Überlegungen, die die so peinlich unzeitgemäße Unangemessenheit dieses Totalitätsanspruchs in ein etwas milderes Licht rücken und die privatistische Rezeptionsstrategie Alles von X, die man vielleicht eine selektiv-holistische nennen könnte, etwas weniger spleenhaft verschroben erscheinen lassen können.
Es gibt zumindest eine vermutlich beliebig erweiterbare Reihe von zeitgenössischen Phänomenen, die für die zumindest unterschwellige, von der seriösen Wissenschaft noch kaum wahrgenommene Verbreitung dieser ganzheitlich und systematisch vorgehenden Rezeptions- und Produktionsmethoden, von denen ich hier nur einige kurz visuell andeuten will. Man kann zum Beispiel den Martin Walser in dieser schönen Ausgabe ganz lesen, wobei da offenbar dazu kommt, die ist ja noch gar nicht fertig. Also, aber man weiß immerhin schon, dass sie sehr schön eingebunden sein wird und kann sie dann sich so in den Schrank stellen, bis sie mal eben wirklich lesen. Auf Facebook finden Sie die Einladung einer Buchhandlung in Wien, glaube ich. Lesen Sie alles von Daniel Kehlmann. Er ist ein Guter. Und da werden immer alle Bücher von ihm auch gezeigt. Oder die neuen Filme von Tarantino, ungefähr so wie in die neuen Sinfonien von Beethoven, ist ja auch ein Gesamtwerk. Der Bayerische Rundfunk hat gerade eine Reihe Schumann, alle Lieder, 299 Lieder, dieser berühmte Tenor neu aufgenommen hat, die ja da alle zu hören sind. Und vielleicht haben Sie gesehen, letzten Samstag war es erst, Jürgen Kaube macht zum Proust-Jubiläum darauf aufmerksam, dass diese 4.500 Seiten wirklich welche sind, die man alle lesen muss. Das Werk ist, da ist nichts zu machen, erschließt sich rein durch eine vollständige Lektüre. Dann gibt es natürlich die Sache, sich darüber wieder lustig zu machen. Sie kennen vielleicht die leicht abgekürzte Version von dem ganzen Shakespeare oder die Bibel leicht gekürzt. Also da wird dieser Allheitsanspruch ironisch überzeichnet. Hier wird er künstlerisch aufgegriffen, auch dazu sage ich nichts, aber immerhin, vielleicht haben Sie davon gelesen, Michael Mandiberg hat die ganze Wikipedia in Buchform gefasst, in Print ausgedruckt, oder vielleicht könnte man Parallelen verknüpfen zu diesem berühmten Projekt von Ankawara, One Million Years. Die werden eben nicht nur gedruckt in einem dicken Buch, sondern diese Jahreszahlen werden alle gelesen. Gerade wenn es um Parallelen von Kunst und Wissenschaft, Kunsterleben und Erkenntnisgewinnung geht, wird man nicht abstreiten können, dass die Kategorie der Vollständigkeit des Strebens nach einem Ganzen, zumindest als regulative Idee, in beiden Sphären zu Hause ist. Wissen und Wissenschaft ist ohne den systematischen Anspruch, etwas ganz und zu Ende zu denken, nicht denkbar, gerade vor dem Hintergrund des Bewusstseins prinzipieller Unabschließbarkeit, den dieses Streben ja nicht ausschließt, sondern gerade voraussetzt. Wenn die hochgesteckte Ambition der Erkenntnis auch auf schlichter Kenntnis beruht und wenn Kenntnis nur zu erzielen ist durch vorbehaltloses, uneingeschränktes Sammeln und Einsammeln, Lesen, Legere, dann ist der systematisch-enzyklopädische Ansatz Voraussetzung für die Befriedigung eines Kenntnisinteresses, der sich nicht durch geschmäcklerische Vorselektionen, wählerische Ausschnittsangebote, Schleiermacher sprach vom Blümeln, weder durch den rezeptionsgeschichtlich konstituierten Kanon, den es gerade korrigiert, noch durch didaktische Selektionen, sogenannte Chrestomatien oder Florilegien, noch durch die kulturindustrielle Best-of-Sortierung einschränken und vom Plus-Ultra-Ausgriff auf alles Wissbare abhalten lässt. Bei allen heute eingestandenen subjektiven Faktoren und situativen Limitationen, eine Epistemologie, die sich von vornherein selbst einschränken würde auf ein partikularistisch verengtes Blickfeld, auf absolut gesetzte historische oder soziale Kontingenzen, auf ein nicht mehr weiter und darüber hinaus fragen, verhindernde Forschungsverbote ist kaum bzw. nur unter totalitären Bedingungen vorstellbar. Vergleiche dazu Mertens Kriterium des Universalism. Unvollständigkeit ist ein objektives Kriterium für schlechte Wissenschaft. Und wenn man einem wissenschaftlichen Autor nachweisen kann, dass er offenbar nicht alles zu seinem Thema Gehörige gelesen hat, hat man eine für die Qualität seiner Arbeit entscheidende Schwachstelle ausgemacht. Auch hier gilt, wie gesagt, dass niemand ernsthaft dies sagen können wird, alles dazu gelesen zu haben und zu kennen. Aber das bedeutet nicht, dass nicht unter Unterschreitung des unbedingt notwendigen, des zweifelsfrei dazugehörenden objektive Lückenhaftigkeit begründen können. Durchgängige Ganzheit als rein formales Kriterium, ohne Rücksichtnahme auf interne Relevanzdifferenzen, liegen auch den wissenschaftlichen Editionsprojekten zugrunde. Gesammelte oder sämtliche Werke von X enthalten alles nur je von X geschriebene, ohne Berücksichtigung einer intrinsischen Legitimation der Publikation aller einzelnen Teile eines Lebenswerkes. Der Wert der letztgültigen Vollständigkeit, der Geschlossenheit und einheitlichen Versammeltheit substituiert die Einzelevolution, sodass zumindest inszenatorisch eine vollkommene Gleichwertigkeit und Gleichgewichtigkeit all des Verschiedenen suggeriert wird.
Diese wäre rezeptionsgeschichtlich wie analytisch-kritisch leicht zu widerlegen. Es gibt in jedem Oeuvre nicht nur übersehene, sondern auch zu Recht übersehene, kaum je wahrgenommene, aufgeführte, nachgedruckte, interpretierte, kleinere Werke, Jugend- und Gelegenheitsarbeiten. Und quandoque bonus dormitat Homerus. Auch der gute Homer hat manchmal geschlafen. Aber der typisch wissenschaftliche Ganzheitswahn setzt sich über solche Faktizitäten souverän hinweg. Zu Recht, denn es gilt ja nicht nur künftige Neubewertungen und Entdeckungen möglich zu machen, sondern es liegt eben auch ein Surplus-Wert in der Vorständigkeit als solcher. Einen vergleichbaren Mehrwert hat nun auch im Auge, so meine These, wer alles von X nicht nur selbstlos wertneutral für andere sammelt, zusammenstellt, herausgibt, sondern ich sich eben selbst in eigener Erfahrung vergegenwärtigen will. Also diese Zusammenstellung als eigenes, ganz persönliches Lektüre- bzw. Hörprogramm und Auftrag versteht. Ich frage mich und Sie, ist das eine sinnvolle, berechtigte, nachvollziehbare Haltung zur Kunst oder macht es aus dem Kunsterleben ein technisches Trainings- und Fitnessprogramm mit täglichen genauer Dosierung vorgeschriebenen Exerzitieneinheiten statt 10 Liegestützen täglich 33 Terzinen Dante? Die allfälligen Hohn- und Spottsortisen wird sich kein wahrer Kunstfreund entgehen lassen und man wird ihnen auch kaum entgehen können. Aber man darf vielleicht trotzdem zurückfragen, na und oder so what? Warum sollte die Auseinandersetzung mit Kunst keine Aufgabe sein, zu der man sich auch immer mal wieder zwingen muss? Gestern hat Alessandro Bettinetto zum Beispiel von ästhetischen Gewohnheiten gesprochen. Warum soll sie kein rigides Exerzitium, keine Technologie des Selbst mit Foucault, kein Üben mit Sloterdijk, kein fixer Termin immer freitags mit Luhmann sein, statt jener angeblich unplanbaren, unkontrollierbaren, einen aus dem Nichts heraus überfallenen Ekstase, von der sehr viel zeitgenössische Kunsttheorie spricht oder raunt in spätromantischem Enthusiasmus. Aber vielleicht lässt sich ja etwas mehr als nur ein achselzuckendes gnädiges Why not über diese Rezeptionshaltung sagen, indem man ihre Voraussetzungen und Zielsetzungen genau analysiert. Wer sich seine ästhetischen Erfahrungen im Rahmen eines etwa auf einen Autor zentrierten Ganzheitsprojekts organisiert, hat bestimmte Erwartungen. Sie rechnet mit einem Erkennen, das ein Wiedererkennen ist, will das Erfahrene auf bereits auf anderes Erfahrenes beziehen, will im hermeneutischen Zirkel Passungen zu einem zu konstruierenden Gesamtbild eines Werkes, eines Oeuvres und daher vor allem Gemeinsamkeiten zum schon Bekannten feststellen. Das kann, muss aber nicht heißen, dass deswegen die Einzelerfahrung, das Partikulare nicht zum eigenen Recht kommt, sondern auf eine immer schon vorgegebene, vorurteilshaft vorausgelegte Charakteristik reduziert werden muss, das sogenannte Schubladendenken, und keinerlei Eigenwirkung mehr entfalten kann. Es kann aber auch etwas ganz anderes zur Vielfalt eines gleichwohl eben erstrebten Gesamtbildes beitragen. Aber auch das ganz andere, das vollkommen untypische, gewinnt ja erst seine besondere Gestalt als Ausnahme vor der Kenntnis von allem anderen. Zum Beispiel die seltsam späten Karl-May-Bände vor dem Hintergrund aller anderen Karl-May-Werke. Überhaupt gewinnt ja kein Spätwerk wirklich Kontur ohne Kenntnis des dazugehörenden Frühwerks. Aber auf jeden Fall profitiert jede in eine solche Reihe gestellte Erfahrung eines nicht-Wagnerschen Gesamtkunstwerks von einem im Voraus gewährten Relevanzvorschuss. Jedes Einzelne gehört unhinterfragt mit dazu, darf im Gesamtkorb nicht fehlen. Es gibt keinen Grund, etwas auszuschließen. Das ist nicht nur wegen des damit verbundenen Principle of Charity wichtig, wenn man darunter weniger eine hermeneutische verstehen wollte, Maxime, und mehr ein prinzipielles Verstehen, ermöglichendes Wohlwollen versteht. Man ist gestimmt durch die Vorgabe eines ursprünglichen Interesses, eine positive Voreingenommenheit, die nicht nur gnädig konzedierend meint, dass andere könnte etwas zu sagen haben, sondern dass sich sicher ist, es hat etwas zu sagen, schon deshalb, weil es dazugehört. Es problematisiert den Umstand gar nicht, als dass man natürlich ein bisher unbekanntes Werk anders, nämlich wohlwollend neugierig hört, wenn man den Komponistennamen schon einmal gehört hat. Man unterstellt Wiedererkennbarkeit. Insofern handelt es sich nicht mehr um eine vollkommen offene, sondern zugestandenermaßen um eine gelenkte Rezeption, eine Suche nach all dem, woran es erinnert. Man mag den Einfluss solcher Vorerwartungen bedauern und man mag versuchen, sie möglichst zu minimieren. Aber man darf sich auch distanzieren von der Illusion vollkommen unbefangener Rezeption, für die schon 1976 Nelson Goodman nur Hohn und Spott übrig hatte. Er machte sich lustig über eine von ihm mit Fun- und Fake-Fußnoten versehene Time-Honored Tingle Immersion Theory. Die Kunsterfahrung als ein intensives Eintaucherlebnis erfeiert, für das man sich von allem frei machen muss. Aber dieser Common Sense scheint heute wieder oder immer noch Common Nonsense, wie das
Goodman nennt, scheint heute wieder oder immer noch Common Sense-fähig. Man tingelt heute gern wieder, man will das Prickelnde, das Zitternde, man bebt gern. Die vergleichsweise nüchterne Erwartungshaltung, die Kunsterlebnisse einsammelt wie Früchte in einen dafür schon bereitstehenden Korb, hat zur, in meinen Augen, erwünschten Folge, dass jenes auratisch aufgeladene Hier und Jetzt die emphatische Präsenz und Ereignishaftigkeit der Erfahrung stark relativiert. Die konkrete Erfahrung verliert ihre unnahbare Einzigkeit, ihr unvergleichliche Individualität, weil sich das Neu Hinzukommende und immer kommt etwas zu schon Bestehendem zu, so gewiss wie eben auch immer etwas fehlt. Zumindest als, wie auch immer, besonderes Element einer Gesamtheit in den Horizont einer kaum nur äußerlich zu nennenden Zusammengehörigkeit einreiht. Es hat einen Platz auf einer Liste, es füllt eine Leerstelle, was auch bedeutet, es fehlt objektiv, wenn und solange es nicht da ist. Und von wem oder was kann man das heute schon sagen? Nur im Vorbeigehen sei darauf hingewiesen, dass das hier anvisierte private Bildungsprogramm Umberto Ecos Unterscheidung von Form und Liste unterläuft, weil sie zwar in Listenform Spiegelpunkte auf- und aneinanderreiht, aber endlich bleibt. Dieser Listentyp wird gehalten, gerahmt, eingefasst durch eine begrenzende Form, durch klare Einschluss- und Ausschlusskriterien. Denn es geht eben bei dieser Sammlung von allem um den Wert der Vollständigkeit als solchen, der durch eine noch so kleine Auslassung verraten wäre. Man kann diese mit der Angst vor der Lücke gepaarte Ganzheitsmanie leicht als konsumistisches Haben und Besitzen wollen diskreditieren, wie beim Münz-, Briefmarken- oder Fußballerbildchensammler. Und heute wird ja meist wohlwollend lax zum Mut zur Lücke geraten. Aber man könnte auch überlegen, ob hier nicht eine Aneignungs- und Erfahrungsweise in den Blick gerät, die eine mögliche und möglicherweise sinnvolle Alternative zur heute üblichen Konzeption der Kunstrezeption darstellt. Die Wahrnehmung des konkreten Einzelnen wird, wenn sie nur der Abarbeitung eines Programms gehorcht, scheinbar zu etwas Geplanten und durch ein über selbst hinausgehende Vorgehen gesehenen und vorgeschriebenen. Etwas wird durchgenommen, wird wie laut Lehrplan. Das erscheint zwanghaft, ja manisch-pathologisch und widerspricht gängigen Kriterien für den Umgang mit der Kunst, der ja in guter idealistischer Tradition auf ein freies, spielerisches, spontanes, nicht arbeitsartiges Tun beziehungsweise eben eher Nichtstun festgelegt ist. Sie soll sich im möglichst intensiv erlebten Augenblick erschöpfen, ohne den Hintergedanken einer sturen Pflicht- und Planerfüllung. Aber warum sollte das einer adäquaten Rezeption entgegenstehen? Die geduldig Puzzleteilchen zusammensetzende Rekonstruktion eines Gesamtzusammenhangs ist verstehend. Sie will Bezüge herstellen, einordnen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen, das Erfahrene verwenden und einsetzen für etwas über es hinausgehendes Größeres, um dessen Einzigkeit und Individualität es geht, um die Individualität des einzelnen Elements erst konstituiert. Alles Einzelne ist nur ein Baustein, aber immerhin ein notwendiger Baustein. Wahrnehmungs- und erkenntnisleitend ist die Einheitsvorstellung nicht der je vorliegenden konkreten Erfahrung, sondern des erst durch die kumulierte Rezeption nachzukonstruierenden Werks. Die Idee der Vollständigkeit des Einzelwerks, also der Nicht-Wegdenkbarkeit jedes einzelnen seiner Teile, wird ausgedehnt auf einen Gesamtwerkzusammenhang. Wie aus einem Sonatensatz keine Note und aus einer Sonate kein Satz fehlen darf, darf eben im Sonatenwerk von Beethoven keine einzige Sonate fehlen, etwa durch die willkürliche Unterscheidung von berühmten und unbekannten, gut oder schlechten, früheren oder späten, epochalen Werken und Gelegenheitskompositionen. Die Gesamtwerkidee unterstellt als profane Theodizee die Einheit und Unteilbarkeit einer Schöpfung, die keine aussortierbare Ausschuss- und B-Ware kennt. Sie kennt nichts Überflüssiges oder Marginales. Sie enthält sich einer solchen geschmäcklerischen Hierarchisierung. Sie bleibt hier wissenschaftlich neutral und sammelt das Vorhandene als Vorhandenes, wie eben eine Gesamtposition. Diese Haltung ist aber gleichzeitig alles andere als neutral. Sie ist sozusagen temporär monotheistisch. Denn in einer von gegenseitig aufeinander eifersüchtigen Göttern bevölkerten politistischen Kunstwelt muss man sich gut überlegen, auf welchem Altar man sein Opfer bringt. Dies aber dann exklusiv und vollständig, ganz oder gar nicht. Es handelt sich also auch hier, wenn man so will, also wenn man eine solche bildungsbürgerliche Integralitätsattitüde theoretisch nobilitieren will, um eine weitere postmoderne Auflösung bzw. Erweiterung des Werkbegriffs. Aber hier nicht nach unten auf die Ebene des Fragments und der Collage oder Montage der beliebig kombinierbaren Komponenten, sondern nach oben in das Gesamtövre eines einzelnen Bezugspunkts,
Zum Beispiel dieser Konvergenzpunkt kann der Autor, der Regisseur, ein Kollektiv, aber etwa auch alle Stücke des Berliner Theatertreffens sein oder sämtliche Wiener Neujahrskonzerte seit 1939. Es geht nicht mehr um das einzelne Werk, sondern es ist in seinem Kontext, in seiner Situiertheit als Teil eines Ganzen. Der kultisch-mythische Status des Einzelwerks, wie jedes Einzelmoments, wird gebrochen, weil es projiziert wird auf die im Hintergrund mitschwingende Gesamtganzheit aller anderen in umgebenden und es relativierenden Werke. Das unterirdisch Gemeinsame, von dem Dieter Mersch spricht, Mersch 2299, ist nämlich gar nicht so unterirdisch wie das Gesamtgeschehen, auch ein Zitat, nicht so abenteuerlich meandrierend mit Widersprüchen und Zäsuren, sondern es gibt eine Zusammengehörigkeits- und Ganzheitsvermutung, der man eben Schritt für Schritt nachgehen muss und die den kunsttheoretisch so gern propagierten Slogan vom Ende der Kunst unterläuft. Nichts ist zu Ende, solange Ganzheitserlebnisse und abschließbare Reihenfolgen möglich sind. Gleichwohl gehorcht die Maxime der Vollständigkeit noch einer modernen Idee. Man darf vielleicht sogar an die Grundidee von Schönbergs Zwölftonmusik denken. Kein Ton darf nochmal erklingen, bis nicht alle anderen ihren Auftritt hatten. Damit ist ein Zugeständnis an die Eigenkraft und Eigendynamik des Objekts gegeben, die eben jene Zurücknahme der subjektiven Motivation der persönlichen Vorlieben erfordert. Das ästhetische Objekt hat durch sein und in seinem Ganzheitsanspruch Vorrang vor meinen subjektiven Präferenzen. Es liefert insofern ein altehrwürdiges Gegenmodell zur heutigen Zapping-Kultur, zur Stellenlektüre, die Haron Mayer ganz im Eingang mit dem Zeitgeist stark macht, wie zur Ästhetik der schönen Stellen. Diese scheint aus ihrer kulturindustriellen Verworfenheit rehabilitiert, seit sich die Kenntnis von Adornos gleichnamigen Rate-Vortrag von 1965 herumgesprochen hat, indem er zwar zunächst sein Verdikt gegen das sich wählerisch die Rosinen vom Kuchen pickende Stellenhören wiederholt, aber nur um dies in Ketzerei gegen das sonst von mir selbst verfochtene, wie er schreibt, gleich wieder durch eine theoretisch höchst ambitionierte Apologie der schönen Stelle des musikalischen Einzelnen wieder auszuheben. Ich überspringe hier ein paar Dinge. Sie kennen das wie das bei Adorno beschrieben ist. Wichtig scheint mir nur, wenn er schreibt, das Einzelne habe heute auch, Zitat, ein über das Ganze hinausschießendes eigenes Recht. Die schönen Stellen verbürgen, Zitat, das Authentische eines Textes. Man könnte sie den Namen vergleichen. Man sieht, worauf das hinausläuft. Wer diese Stellen ausmachen kann und dass Adorno das auch kann, demonstriert er eben in diesem Vortrag, verfügt über das elitäre Geheimwissen des Namens. Man weiß, wie Rumpelstilzchen heißt. Und man kann mit einer quasi adamitischen Prätention das Ganze authentisch aufschlüsseln, erschließen, beim wahren Namen nennen. Die schöne Stelle ist eine Trophäe. Sie distinguiert ihren Finder, bisweilen so sehr, dass sie aus ihm sogar einen Religionsgründer macht, so Joachim Jakob über Luther, der das geduldige Lesen zwar gegen die göttliche Inspiration setzt, aber die Fokussierung auf die eine Stelle aus dem Römerbrief macht das Modell der intensiven, privilegierten Erleuchtung deutlich, so ja auch bei Augustinus. Explizit wird angesprochen dieser Stellenfinderlohn im Wilhelm Meister, die schönen Stellen, aus welchen der reine Geist des Dichters gleichsam aus hellen, offenen Augen hervorsieht, das ist alles Zitat, Stellen, bei denen wir anderen uns nur höchstens freuen und worüber viele Tausende wegsehen. Das also eine Stellen, die sich nur den wenigen für sie Sensiblen zeigen, wie Baron Braungart schreibt. Die ausgewählte Stelle reproduziert also ein Auserwähltsein, eine Anrufung, eine besondere Zudringlichkeit, die auch eine besondere Stellenkompetenz erfordert, schreibt er, sowohl in der Rezeption als auch in der Produktion. Es gibt Autoren, denen die Fähigkeit abgesprochen wird, Stellen zu produzieren. Edgar Hoffmann, Jean-Paul wird genannt, Adorno sagt Reger. Es gibt keine schönen Stellen bei Max Reger. Übrigens gerade zu Jean-Paul, Erlinghagen erwähnt, das lasse ich mal weg, das können Sie sich selber FML durchlesen, da wird eben auch, das ist eine Stellenlektüre von Jean-Paul, und da wird auch behauptet, dass das, was man hier macht, nämlich dass man sie isoliert, dass das ihnen gerade gut tut. Man verwendet also ein Werk als Steinbruch, so wie man das über Simmel gesagt hat, er das über sich selber gesagt hat, und schmeichelt sich quasi kolonialistisch aus dem Erbeuteten mehr zu machen, als es dem beschränkten, ignoranten Autor, dem Rohstofflieferanten selbst gelungen war. Die Reduktion der Literatur auf Stellen schildert also seltsam zwischen einer mystischen und utilitaristischen. Zum einen scheinen quasi religiöse Passungen, Korrespondenzen und transzendente Anrufungen im Spiel zu sein. Und das könnte man kontrastierend
mit der pietistischen Stellentechnik der Herrenhuter vergleichen, die gegen die einmalige schöne Stelle die tägliche, fast beliebige Stelle aus einem Werk setzen, das als solches und per se legitimiert ist. Die per Los bestimmten gezogenen alttestamentarischen Losungen, wie sie seit 1728 in der Herrenhuter Brüdergemeine herausgegeben werden. Das, hier sehen Sie diesen Vorgang. Das Buch der Bücher, steht, das ist die Idee offenbar dahinter, hat immer und durchgehend mit uns zu tun. Wie bei Rilkes berühmten Torso ist da keine Stelle, die dich nicht sieht, sodass es auch keine besonderen Schnittstellen oder Dispositive zwischen Kunst und Leben geben muss, die Braungart und Jakob suchen. Man kann sich daher beim Suchen finden einer transzendenten Aleatorik überlassen, die vermutlich Cage gefallen hätte und die ja durch die glaubensgemeinschaftsweite Geltung wieder eine spezielle Verbindlichkeit erhält und so der reinen Zufallswillkür wieder entgeht. Wenn denn schon von den kultischen Wurzeln der Literatur die Rede ist, wie das bei Braungart und Jakob ist, hier hat man einen interessanten alternativen Sonderfall von regelmäßiger, systematischer, aber nicht linearer Integralität der Rezeption. Jetzt muss ich auf die Zeit schauen. Ich hatte eigentlich noch, heute noch zwei Seiten. Ich versuche mal ein bisschen kürzer zu machen. Überspringe diese Überlegung zur kalten Kunst gehe über zu diesem Argument. Das für uns zentrale Argument der stillen Leserei wird aber so formuliert, wie Sie es hier sehen. Literarisches Verstehen folgt in seltenen Fällen der linearen Lektüre. Stimmt das, frage ich mich. Wir haben einleitend kurz auf Kaubes anderslautende Auffassung zu Proust hingewiesen. Man könnte vermuten, dass Stellen für das Verstehen besonders dann relevant sind, wenn es sich coram publicum in interpretatorischen Darbietungen oder Kunststücken vollzieht und präsentiert, wenn es selbst literarisch und oder literaturtheoretisch produktiv werden soll. Also so, diese schöne Stelle ist sozusagen ein Objekt des ästhetischen Metadiskurses. Ganz im Gegenteil, wie Sie das auffassen. Es könnte eine Form des subkutanen, schweigenden, normalerweise nicht artikulierten Verstehens geben, die nur aus dem linearen, geduldigen, langsamen und eben vollständigen Lesen und Zuhören entsteht. Dem erwächst ein Verstehen, das vielleicht keine verbalisierbare Rechenschaft von sich geben kann, das sich nicht ekstatisch unmittelbar artikuliert, das nicht mit einem augenaufschlagenden Erweckungserlebnis verbunden ist, sondern das wie in den Erfahrungsbestand eingesunken ist, nur als Potentialität vorhanden ist, nicht sicher punktuell abrufbar wie eine Enzyklopädie, mit der man nur unter einem Stichwort nachzuschauen braucht. Sie ist daher auch nicht unbedingt konversationstauglich als Beaumont-Zitat, wie das die darstellen. Sie ist auch nicht lebensweltlich brauchbar in diesem Sinn, aber sie ist vielleicht trotzdem als eine Grundierung vorhanden, als ein latenter geistiger Horizont, als ein unsichtbares Ferment, das nicht auf Bestätigung oder eben auf Performance im Sinne von Leistung durch von Darbietung aus ist. Es ist eben vielleicht nicht linear, aber es ist kontinuierlich stetig als lebensweltlich unauffällig integrierter Grundton des Daseins. Es scheint insofern verfehlt, wenn Adorno meint, die schöne Stelle verteidigen zu müssen gegen die ängstliche Ungeduld, die dem guten Musiker anerzogen war und die heute so viel Interpretation vergällt, darüber hinweg zum Ganzen zu hasten, wie er sagt. In die gleiche Kerbe schlägt der Vorwurf der dilettantischen Oberflächlichkeit, die mit dem Ausgriff auf das Ganze notwendig verknüpft erscheint. Wer alles gelesen hat, hat in Wirklichkeit nichts gelesen. Alles ist kein sinnvolles, kunstangemessenes Rezeptionskriterium, wie ein nichts auslassender Museumsbesuch, von dem man am Ende nur erschöpft und erschlagen ist. Abgesehen davon, dass man die Hastigkeit durch vernünftige Dosierung vermeiden kann, scheint es kein Ganzes in der Erfahrung zu geben, das eben nicht durch das geduldige, manchmal quälend lange Abschreiten von allem zu haben ist, durch ein asketisches Bohren von dicken Brettern, wie Max Weber das sagt. Und Mieke Bahl hat gestern von der Material Intensity und Duration gesprochen. Auch jene verklärende Heraushebung und gebündelte Präsentation des Einzelnen, die Adorno mit dem Hinweis auf die Zufälligkeit des eigenen biografischen Schicksals herunterspielt, beruht ja auf nichts anderem als auf seinem eigenen ausgiebigsten und vollständigsten Alleshören. Seine Auswahl ist stellenweise so abseitig, dass man auf solche Trouvaillen nur stoßen kann, wenn man sich der Mühe unterzogen hat, eben alles von Bach, Mozart, Beethoven und sowieso zu kennen. Das Ganze bleibt immer als Horizont vorgängig, gerade wenn man das Recht des Einzelnen gegen es verteidigen will. So, ich habe jetzt immer noch viel zu viel für die Zeit, die wir noch haben. Ich lese dann deswegen dann nur noch den Schluss und muss dann mich darauf verlassen, dass ich das dann irgendwann anders
vortragen bzw. veröffentlichen kann. Ich lese jetzt nur noch den Schluss, Schluss durch, damit Sie einfach jetzt nochmal ich hätte noch was zum Sammeln gesagt. Ich hätte noch was über die Mahnkopfkritik an der Performativität gesagt und komme aber jetzt nur zu diesem Schluss. Die auf die Performance gebaute Kunsttheorie von Dieter Mersch und anderen insistiert auf der emphatischen Erfahrung des das überhaupt etwas ist, das angeblich nicht negiert werden kann. Das scheint mir zum einen zu ignorieren, dass die heute überall um sich greifende Virtualität dieses radikal-daseinsanalytische Fundament unterhöhlt. Zum anderen rechnet es sich mit der vielleicht sehr viel besser verbürgten künstlerischen Erfahrung des das nicht, das nämlich ein Werk sich nicht einstellen will. Die letzten Tagebucheintragungen Thomas Manns vor seinem Tod, und diese Bücher muss man eben dazu auch erstmal ganz lesen, diese letzten Tagebucheintragungen vor seinem Tod sind eine Klage und Selbstanklage voller Scham und Gram über die Werkleerheit meines Daseins. Demgegenüber er seine Bewunderung für Wagner Ausdruck gibt, als einen der größten Vollbringer der Welt, ein Werkmensch, ein Werkheld. Ach, wie liebe, und übrigens weiter, Sie können selber mitlesen. Jetzt zumal im Alter, wo es damit für mich aus ist. Man mag das für die übliche Koketterie des Großschriftstellers halten, aber man kann die Trauer über den Verlust der Werkfähigkeit, über die eigene Performance-Senilität auch ernst nehmen und sie als verpflichtende Aufforderung an uns nachgeborene Leser verstehen, nun unsererseits wenigstens das unter dem Damoklesschwert eines solch tief empfundenen Werkversagens zustande und vollbrachte Oeuvre in seiner Gänze nach vollbringend, lesend, sammelnd zu Ende zu bringen. In diesem Sinne, lesen Sie alles von Thomas Mann, denn er ist ein Guter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben ja mit der rhetorischen Frage angefangen, kennen Sie das? Ich möchte nur entgegenhalten, in den Sprüchen und Pfeilen aus der Götzendämmerung von Nietzsche heißt es, ich will ein für alle Mal nicht alles wissen. Also jeder Anspruch auf Totalisierung mündet notwendig in Paradoxa. Deswegen würde ich eben Ihnen sofort entgegenhalten, nein, ich kenne das nicht, ich kenne diesen Anspruch nicht. Aber wie dem auch sei, wir haben... Ganz spezifiziert, ne? Alles von... Würden Sie das auch sagen? Ja, ja. Alles ist eigentlich kein, also logisch immer schon ein problematischer Begriff, aber das Problem, was wir jetzt haben, ist ein bisschen das Zeitproblem, also auch um dem letzten Redner noch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wir haben jetzt 10:50, also quasi noch 40 Minuten. Ich würde sagen, 5-6 Minuten haben wir für die Diskussion, die ich hiermit eröffne, und dann gehen wir über, vielleicht können wir auch 5 Minuten überziehen in die Mittagspause hinein, das geht vielleicht auch, aber ich bitte um Wortmeldung. Gibt es Fragen? Frau Karin van den Berg. Ja, wenn keiner fragt, dann habe ich doch eine Frage. Und zwar finde ich diesen Anspruch des Alles zu kennen, das scheint mir ein Anspruch zu sein, der mit so einer Genie-Idee einhergeht. Ja, dass irgendwie alle Formen dessen, was man hinterlassen hat, irgendwie wert sind. Nietzscheanischen, was Nietzsche den Archivar nennt in seiner Typologie der Historiker. Und ja, meine Frage wäre, inwieweit du das auch so sehen würdest, dass es mit einem, also diese Vorstellung doch mit so einem Geniekult zusammenhängt. Ja, also das ist das eine, und wahrscheinlich müsste man sagen, es hat dann, weil es ja eher um die Rezeption geht, es hat dann was mit, wie würde man das wahrscheinlich nennen, Fandom oder sowas zu tun. Also nicht bloß der, also dem Geniekult, sondern auch der Idolatrisierung meinetwegen.
des Einzelnen. Mir scheint halt, und das war eben der Versuch, also der Versuch war zu überlegen, ob das dann doch ein bisschen mehr ist, als nur eben diese rein formale und wie man dann wahrscheinlich vermuten wird, extrinsische Zuordnung, das alles zu einem, also die, wo man dann auch, das ergibt es dann auch den Objekten, also man muss dann die Brille, die Schubert getragen hat, sich anschauen und seine Pfeife und seine Gegenstände und so weiter. Und das ist dann so eine, solche ganzen Kontaktreliquien, die es dann da gibt. Aber ich hätte halt gesagt, es könnte doch eine ästhetische und irgendwie dann doch irgendwie zwingende Idee geben, dass wenn ich der ich einer bin, na, ich bin ja auch nur einer und beschäftige mich mit einem anderen, der auch nur einer ist, dass es dann zu irgendeiner Form von, wie soll man das nennen, von Verständnis, von Passung, von Aneignung kommt, die anders ist als eben als dieses dauernde Herumwühlen und da ein bisschen was und da habe ich was mal was gelesen und das kenne ich und mir scheint das, also das ist natürlich wahrscheinlich völlig, völlig unzeitgemäß, aber ich meine, wir kennen doch alle von unseren Studenten immer diese Frage, was soll ich denn jetzt da lesen? Und dann müssen sie ihnen genau sagen, hier, bitte lesen Sie diesen Text von Seite 276 unten bis 285 oben. So, und da wird man doch meistens sagen, ja, lies einfach, lies es ganz. Natürlich muss man immer alles ganz lesen. Und es gibt keine sinnvolle Einschränkung, das, was man lesen soll. Man muss eigentlich immer alles lesen und schlimmer noch, man muss eigentlich immer schon alles gelesen haben. Also ich vermisse so ein bisschen das mag auch manisch und sein und vielleicht, was weiß ich, wie gesagt, völlig daneben, aber ich vermisse so ein bisschen diese Idee, dass es doch so etwas wie eine Verpflichtung gibt, das alles zur Kenntnis zu nehmen. Es ist alles da, es ist alles verfügbar. Ich meine, es wäre anders, wenn wir sagen, wir haben einfach nur diese halbe Überlieferung und wir kennen von Sophokles eben nur diese zwei oder drei Dramen und deswegen können wir die anderen. Aber wenn alles da ist, warum dann natürlich müsste ich von Sophokles auch alles lesen, was jetzt noch entdeckt werden würde, zum Beispiel. Das ist doch ein klarer Hinweis, dass man das ein Verständnis eines Phänomens, wie eben dieses, davon abhängt, dass es vollständig ist. Na, vielleicht kann man das ja nehmen. Also wenn wir jetzt eine, das passiert ja manchmal, es kommt wieder sowas hervor, wie so eine Mozart-Fragmente hat irgendwo doch noch ein Manuskript entdeckt. Dann sagt man doch ganz natürlich, das schauen wir uns mal an. Was ist das? Und dann ist es vielleicht eine blöde Gelegenheitsarbeit, vier Takte, die nichts sagen und so. Trotzdem würde man doch sagen, das ist wichtig. Das will ich jetzt auch haben. Das muss in die Gesamtausgabe mit rein. Deswegen verstehe ich nicht, warum Herr Mersch Sie da so skeptisch sind. Also was eine Herausgabe eines Gesamtwerks bewegt, das ist doch diese Alles-Vermutung. Und diese Alles-ist-wichtig-Vermutung. Die würden doch mit so einer Einstellung nie irgendwie diese ganzen großen Editionsprojekte hätten starten können, die es gibt. Und von Hölderlin jede einzelne Notiz, die er auf irgendeinem Bierdeckel gemacht hat, wird doch gesammelt. Woher kommt diese Idee? Das muss doch irgendeinen tieferen Sinn haben, oder nicht? Ist das bloß Kommerz? Ist das bloß Wissenschaft? Ist das bloß irgendwie ein leeres Objektivitätsstreben, das kunstfremd ist? Ich hätte gesagt, eben das andere ist kunstfremd. Also die Idee, man kann was weglassen, das ist kunstfremd. Nichts kann man weglassen. Alles gehört dazu, nicht? Also alles ist ein Begriff, der für mich keinen Sinn macht. Also ich habe meinen Regenschirm vergessen. Ist eine Notiz, die man im Nachlass Nietzsches gefunden hat. Daraus hat natürlich Derrida Kapital geschlagen, etc. Aber das kann man machen, ist auch vielleicht vergnüglich, aber alle Notizen bis hin, und dasselbe gilt ja auch für Kant, bis hin zu seinen marginalen Bemerkungen, die sich in seinem Spätwerk
hineinfinden, die sehr alltäglich sind. Da finde ich dann schon plausibler, wenn Leute sich das von vornherein, wie Wittgenstein zum Beispiel, verbieten. Leider haben die Nachlasswalter von Wittgenstein eben sein Testament, in dem er nun aufgeschrieben hat, dass all das vernichtet werden soll, ist gerade nicht vernichtet, sondern machen genau dasselbe. Also ich finde, das ist eine problematische Geste und rührt für mich an Manie. Ja, klar. Und, aber ist Marginalität, ist das eine ästhetische Kategorie, die Sie vertreten würden? Also das Urteil, etwas ist marginal. Ist das ein ästhetisch vertretbares Urteil? Was meinen Sie mit ästhetisch vertretbarem Urteil? Also ich will mich jetzt auch nicht auf eine Debatte einlassen, weil ich immer die Zeit etwas im Blick habe. Das könnten wir auch anderswo ausfechten. Aber ich meinte mit Marginalität auch so etwas wie einfach eine alltägliche Notiz. Ich meine, wenn Sie in meinen Papieren wühlen, finden Sie auch irgendwelche Rechnungen neben irgendwelchen Skizzen zu mathematischen Problemen, wie auch philosophische Bemerkungen oder Alltagsbemerkungen. Und ich fände es gerade obszön, wenn irgendjemand in diesen Papieren herumwühlt und alles sozusagen veröffentlicht. Aber gut, wir sind schon lange über der Zeit und ich möchte auch den Raum unserem letzten Redner geben. Vielen Dank für Ihren eigentlich essayistisch gemeinten auch und es spricht eine gewisse Wut aus Ihnen und das ist mir sympathisch. Ne? Das Unzeitgemäße ist mir eigentlich immer sympathisch. Ich muss ich gestehen. Vielen Dank nochmal. Wir gehen über zu Matthias Frank, dem letzten Panelisten. Ich mache es auch ganz kurz. Matthias Frank arbeitet mit einem Schwerpunkt in der Organisationsästhetik. Das ist ein interessanter Aspekt. Es geht um die Gestaltung ästhetischer Strukturen, auch in Organisationen und Unternehmen. Er ist der Gründer des Kontor Frank, einer Denkfabrik in der Creative City in Berlin. Und Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ist der Ton so in Ordnung? Ja, ja. Ist alles gut? Super. Prima. Ja, vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier zu sprechen. Und zwar spreche ich zu meiner Sicht auf gesellschaftliche Entwicklungen und Zustände, gerade in Deutschland, in denen ich eine ästhetische Instabilität ausmache. Ja, bisweilen braucht es nur die Art eines Augenaufschlags, die Wellenlänge einer Falte oder die Worte eines halben Satzes, um durch diesen Eindruck eine ganze Welt oder ein ganzes System entstehen zu lassen. Zusammenhänge zwischen ästhetischer Wahrnehmung und ästhetischem Ausdruck als Anschauung des Zeitgeschehens lassen sich wie die beobachtbare Komplexität des Universums ansehen. In diesen Verschränkungen, Verknüpfungen und Einzelerscheinungen manifestieren sich ästhetische Werturteile. Sie beruhen auf individuellen, pluralistischen sowie kollektiven Wahrnehmungen im gesellschaftlichen Kontext und bilden damit Aspekte der Wirklichkeit. Die hier mit eingefügten Zitate sollen deutlich machen, wie das Thema in den einzelnen Bereichen angefasst und artikuliert, in vielen Facetten entsprechend des eingangs erwähnten Abbildes identifiziert werden und sich auf die eine oder andere Weise und immer zahlreicher wiederfindet. Doch vor allem, dass es sich dabei nicht um vereinzelte, einsame Rufe in der Nacht handelt. Meine Darlegung zur ästhetischen Instabilität im aktuellen Zeitgeschehen verstehe ich mit Blick auf Deutschland und aus Deutschland heraus, im Sinne einer komprimiert kritischen Analyse ästhetischer Erfahrung. So, die Gegenwart, die Zwänge der politischen Ökonomie können der Ästhetik durchaus im Wege stehen, denn wir leben in einer Zeit, in der die Finanzmechanismen schlichtweg alles subsumieren, was es gibt. Das von Thomas Bauer war das Zitat. Die vergangenen Jahrzehnte zeichnen sich durch eine immer größere ästhetische Instabilität aus, deren Ausmaße sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfasst, mit einem mehrdimensionalen Verlust an Werten und Würde. Es ist ein Niedergang, der sich durch einen finsteren Konformismus und einem damit einhergehenden Verlust an Mehrdeutigkeit von
und Vielfalt auszeichnet, gleichlaufend mit dem Verschwinden von Vielfalt in Fauna und Flora. Ihren Ursprung haben diese Phänomene in der zunehmenden politischen Instabilität, die um das irrationale Primat der Wirtschaft als goldenes Kalb einen immer mehr schugerenden Tanz aufführt. Wenn Ästhetik eine komplexe Wahrnehmung ist, die die Sinne anspricht und das Unsichtbare erfassbar macht, wenn diese sinnliche Wahrnehmung, deren Deutung die Grundlage unseres Weltverständnisses bilden und wenn sich dank der daraus resultierenden Erkenntnisse dynamische Möglichkeiten ergeben, die Wirklichkeit werden können, dann stellt sich die alles überragende Frage, welches ästhetische Narrativ ist abhanden gekommen, dass der gesellschaftliche Raum nicht mehr als stimmig empfunden wird. Es braucht eine Neuvermessung der ästhetischen Landkarte, die vereinzelte und parzellierte Dimensionen der Gesellschaft wieder wahrnehmbar miteinander verbindet und verknüpft. Nur so lassen sich dann Zusammenhänge und Dynamiken buchstabieren und lesen, in ganzen Sätzen, in Kapiteln, Erzählungen und Bildern, um sich darin wiederzuerkennen und zu verorten, um wieder Verbindlichkeiten, Sicherheiten und Verantwortung abzubilden und um eine selbstbestimmte Macht der alles verschlingenden und entwertenden Ökonomisierung entgegenzusetzen. Ästhetische Unwuchten sind indes ein symptomatischer Ausdruck für die Omega-Phase, in der sich westliche wie östliche Gesellschaften befinden. Sie haben sich bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts abgezeichnet. Stefan Zweigs hellsichtiger Aufsatz über die Monotonisierung der Welt thematisiert diese Entwicklung im Weltgeschehen bereits 1925. Seine Beobachtungen rücken heute wieder in das Blickfeld und haben an Aktualität nichts eingebüßt. Ganz im Gegenteil, fast 100 Jahre später ist nicht allein in ästhetischer Hinsicht ein desaströser Zustand erreicht, dessen Wurzeln in der totalen Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche liegen. Und Zitat Stefan Zweig, ein leises Grauen vor der Monotonisierung der Welt. Alles wird gleichförmiger in den äußeren Lebensformen, alles nivelliert sich auf ein einheitliches kulturelles Niveau. Mit immer erbitterter Vehemenz und in radikalerer Intensität werden auf allen Ebenen Mittel und Instrumente eingesetzt, um den Stempel einer idealisierten und verklärten Vergangenheit der Gegenwart aufzudrücken und die Zukunft damit ideologisch zu versiegeln. Demokratische Strukturen werden in Frage gestellt und beschädigt, um den Status quo mit seinen Machtstrukturen aufrechtzuerhalten. Ideen und Konzepte werden im Keim erstickt. Weiterreichende Gesamtkonzepte finden nur noch wenig Beachtung, was nicht wundert, wenn alles Handeln ökonomische Konsequenzen hat. Bestes Beispiel ist hierzu die aufkommende globale Klimakatastrophe. Jedoch findet sich das Prinzip der Abwehr und Negierung an vielen Stellen des aktuellen gesellschaftlichen und politischen Interregnums. Insbesondere rechtspopulistische Propaganda schürt das Feuer und erhöht die Temperatur im Kessel. Durch Einschränkung von Freiheiten, Diskriminierung von Minderheiten und Andersdenkenden, mit Wissenschaftsverleugnung, mit einem fundamentalen Hass auf Freiheit und Gleichheit, Liberalismus, freie Presse, Gewaltenteilung, Kultur und deren Ambiguität, die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Und damit ist Rechtspopulismus im Bunde mit Nationalismus und Andokratie eines der übelsten Furunkel unserer Zeit. Genährt von Wut, Gier, Korruption, Menschenverachtung und dem Ich im Zentrum einer grandiosen Anmaßung. Eine derart unterkomplexe Kartografie bildet eine Wüste ab und erstickt jedes Leben und jede Zukunft. Die Menschen sehen sich ohnmächtig, ohne Halt und mit sehr viel Wut einem alles in Frage stellenden Markt ausgeliefert, der keine Gesellschaft kennt, dem keine Grenzen gesetzt werden und sämtliche Aspekte demokratischer Politik ökonomisch analysiert. Individualinteressen, zumeist in Zielgruppencluster fragmentiert, schieben sich immer stärker in den Vordergrund. Sie entfernen die Gesellschaften immer weiter vom Gemeinsinn. Europa war ein attraktives Narrativ für einen Raum mit Freiheiten und Frieden, mit freier Bewegung und freier Wahl der Umgebung. Doch auch diese Option wurde dem Spiel der sogenannten Märkte preisgegeben, ohne je ein politisches Gegengewicht zu errichten. Die Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der eigenen Lebenssituation sind immer enger geworden. Eine politische Union war nicht gewollt und wurde als zu utopisch abgetan. Die totale Ökonomisierung hat zu einer Erosion der Idee eines vereinigten europäischen Raumes geführt, die darin gipfelt, dass haltlose nationalistische Zukunftsbilder in extremer Ausprägung derart attraktiv geworden sind, dass unveräußerliche Freiheitsrechte und Pflichten ohne Gegenwehr und Widerstand aufgegeben und gar als Bedrohung empfunden werden. Eine verheerende ästhetische Verwüstung.
Dann zum Kapitel die Gleichschaltung von Städtelandschaften. Das widme ich ausdrücklich dem Fernsehjournalisten Dieter Wieland, der in jahrzehntelangem Engagement mit zahlreichen Beiträgen für den Erhalt gewachsener Kulturlandschaften kämpft. Mit seinem aufklärerischen Grundmotiv der, Zitat, Kunst des Sehens und genauen Hinschauens, ganz einfach nur die Augen öffnen und genau das Gesehene kritisch analysieren, bringt er sich immer wieder aufs Neue gegen die fortschreitende Umweltzerstörung in Stellung. Ganz bis konkret sichtbar und erfahrbar wird diese Verwüstung in austauschbarer Architektur, die von Investoren ohne Rücksicht auf die jeweiligen charakteristischen regionalen Bezüge baut, ohne einen qualitativen Gegenwert, ohne gesellschaftliche Verantwortung. Die Politik hat sich von ihrem Gestaltungsauftrag verabschiedet und kampflos zurückgezogen. Auch im Irrglauben der Markt wird es auch ohne sie irgendwie zum Nutzen aller Regeln. Städte beweinen bis heute traumatisch ihre Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Historisch einmalige und wichtige Baudenkmäler werden zum Beispiel in Dresden wieder errichtet und mit der für die Stadt und weit darüber hinaus identitätsstiftenden Canaletto-Silhouette. Doch in unmittelbarer Umgebung wird der öffentliche Raum durch plündernde Investoreninteressen weiter mit ignoranter und seelenloser Architektur zerstört. Ausgereifte Gesamtkonzepte werden der Gesellschaft durch Wirtschaft und Politik verweigert. Kultur, und darin enthalten unter anderem auch die Stadtentwicklung, wird für ökonomische Freiheit von jeder Verantwortung entkoppelt. Was der real existierende Sozialismus, den niemand in seinem Lauf aufhalten sollte, begonnen hatte, führt die Profitmaximierung seelenlos, diesmal mit kapitalistischen Vorzeichen, weiter. Dabei ist die Architektur eine Kulturtechnik, ihre Formensprache und ihre Verwirklichung ein Ausdruck ihrer Zeit und der Gesellschaftsgestaltung, beruhend auf komplexen Vorgängen und Zusammenhängen. Thomas Bauer fasst es in Die Vereinfachung der Welt wie folgt zusammen. In Berlin und Stuttgart hat man die Chance vertan, um den Hauptbahnhof Stadträume entstehen zu lassen, die die Menschen schön finden, in denen sie sich wohlfühlen, in denen sie flanieren und entspannen, in denen sie sich treffen und miteinander austauschen können. Stattdessen wird die Fläche mit rechtwinkligen Investorenklötzen zugestellt, aber auch hier gehört zum Investorenbunker eine Bevölkerung, die es hinnimmt, dass man ihre Stadt mit einer solchen Architektur zubaut. Sie nimmt es hin, weil man eine solche Architektur als die einzig zeitgemäße propagiert. Weil es aber keinen zeitgemäßen Stil mehr gibt, hat Schönheit als Kriterium ausgedient. Dies wird hingenommen, weil Schönheit etwas Ambiges ist, weil sie zwar von vielen, aber eben nicht von allen Menschen erfüllt wird. Und wieder begegnen wir dem Phänomen, dass Ambiguität dadurch beseitigt wird, dass man ihre Existenz bestreitet. Wenn sich Qualitätsunterschiede nicht mit eindeutigen Kriterien feststellen lassen, dann scheint es einfacher zu sein, zu sagen, es gebe keine Qualitätsunterschiede, als über nicht leicht zu präzisierende, aber dennoch vorhandene Qualitätsunterschiede nachzudenken. Zitat Ende. Wenn Vorstellungen einer inneren Architektur beschreiben, wie das Zusammenwirken mentaler Prozesse organisiert ist, welchen Einfluss nimmt dann die Architektur des uns umgebenden Raumes und löst damit welche Wahrnehmung, Denk- und Erkenntnisprozesse aus? Was aus den Fugen geraten ist und in diesen Entwicklungen ohne Lebensqualität, Anspruch und Verantwortung zutage tritt, benennt zum Beispiel auch Philipp Blom, Zitat, die Auflösung und das Verschwimmen sozialer Kategorien und lokaler Strukturen in einen globalen, zentrumslosen Kontext ist zum Kennzeichen einer Zeit geworden, der die Dynamik der Eskalation längst entglitten ist. Und so haben postmoderne Individuen, da ihnen ja sämtliche Utopien und großen Erzählungen abhanden gekommen sind, eigentlich auch gar keine große Idee von Schönheit mehr. Zitat Ende. Und nochmal. Die Wirtschaft ist eine von Menschen erdachte und gemachte Organisationsform. Sie hat sich weit über die Menschheitsgeschichte hinweg immer wieder verändert und ist daher auch gestaltbar. Sie ist nicht schwarz oder weiß, nicht alternativlos. Sie ist kein eigenständiger Organismus. Sie ist keine mystische Kraft. Sie ist kein unentrinnbares Schicksal. Denn was für die Wirtschaft gilt als Teil unserer Zeit und unseres Raums, hat Marianne Krühl an anderer Stelle für die Ebene der Familie formuliert. Auch, Zitat, auch wir sind für unsere Geschichte, die Teil unserer Familiengeschichte ist, verantwortlich. Wir brauchen sie nicht als unausweichliches Schicksal hinzunehmen, sondern können selbst dazu beitragen, sie neu zu erzählen und neu zu schreiben. Aber alles richtet sich nach der einen Kategorie aus, dem linearen Wachstum, das auf seiner einzigen Schmalspurschiene nur dieses eine Kriterium zulässt. Alle anderen Dimensionen und Vielschichtigkeiten werden ausgeblendet, für unnütz erklärt, gegen die pekuniären Aufwendungen aufgerechnet und damit gegen einen nicht bezifferbaren Nutzen ausgespielt. Die Frage nach dem Zweck liefert die Mittel, um dem Rechenwert Geld,
alle anderen Wertkategorien zu unterwerfen und damit die Welt ihrer Mehrdeutigkeit zu entzaubern. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Geisteswissenschaften im öffentlichen Leben keine Bedeutung und kein Ansehen mehr besitzen. Die Reibungshitze der Geschwindigkeit des zum steigenden Profit verdammten Systems heizt sich immer weiter auf. Immer hektischer wird nach neuen Wegen, Methoden, Instrumenten, Verfahren gesucht, aber immer nur auf der vorgegebenen Linie. Dann bleibt keine Zeit mehr für Konzepte. Zusammenhänge werden ausgeblendet. Je weniger komplex, desto besser. Alternativlos werden Möglichkeiten weder in Betracht gezogen noch zugelassen. Zitat: Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes gesetzt werden. Und was dagegen über allen Preis erhaben ist, das hat eine Würde, Immanuel Kant. Nichts verdeutlicht die ästhetische Instabilität mehr als der deutsche Durchschnitt, für den die pfälzische Gemeinde Hasloch als bundesweiter Testmarkt auserkoren wurde, und es kommt noch kleiner. Von den dort ansässigen ca. 10.000 Haushalten dienen lediglich ca. 3.000 und deren Kaufverhalten als Entscheidungsgrundlage für die Zusammenstellung der Sortimente. Ohne Hasloch sähe Deutschland anders aus. Was die Haslocher einkaufen, dies bekommt auch die Republik in die Regale gestellt. Was sie verschmähen, bekommen andere gar nicht erst zu sehen. Und hinzu kommt: Die Marktforschung mit ihren Methoden und Instrumenten sind das eine, die Interpretation der Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Entscheidungen durch Verantwortliche in ihren Dynamiken und Zwängen das andere. Wer einmal mit offenen Augen durch Hasloch gefahren ist, dem treibt es den kalten Schweiß auf die Stirn, dass diese ästhetische Einöde den durchschnittlichen Bodensatz darstellen soll, von dem ausgehend Konzerne ihr Geschäftsmodell kontinuierlich füttern. Kaufverhalten und mangelnde Sensibilität für die Gestaltung des Lebensumfelds gehen hier eine anschaulich maligne Symbiose ein. Und auch schon Georg Simmel hatte bereits 1890 im Verhältnis von Ästhetik und Soziologie einen Geist des Nivellements als einen gleichmachenden Charakter der modernen Zeit mit fragmentarischem Weltbezug ausgemacht. Der Durchschnitt dient als imperativer Maßstab und wird mit dem Etikett der ökonomischen Vernunft ausgestattet und als Antrieb für die Zahnräder der Profit- und Gewinnmaximierung mit Plus zum Vorjahr und Plus zum Vorjahr und Plus zum Vorjahr immer auf Grundlage von Zahlen aus der Vergangenheit für eine vermeintlich berechenbare, vermeintlich sichere und vermeintlich wirtschaftliche Zukunft, die allem nur nicht dem am Gemeinsinn orientiert ist. So wird die Verortung des Ich in der Gesellschaft mit einem Verlust an Pluralität und Gemeinsinn schier unmöglich. Der Kollektivsingular wird an die Stelle von präziser Beobachtung und Empirie gesetzt und verhindert konzeptionelles Denken und Handeln. Populistische Allgemeinplätze mit selbstgestrickten, ausgrenzenden Maximen können sich leicht durchsetzen, werden schnell wahrgenommen und ersticken Ambiguität und Fakten. Insofern wird es höchste Zeit für eine Anknüpfung an die Epoche der im 18. Jahrhundert begonnenen Aufklärung. Der Raum menschlicher Existenz von der individuellen bis hin zur globalen Ebene wird durch die unaufhaltsame Digitalisierung mehr und mehr verändert und ausgedehnt. Zudem kommen immer mehr Räume in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens hinzu und werden miteinander verwoben. Die Ausstattung und Ausgestaltung dieser Räume befindet sich in einem ständig fortschreitenden Prozess. Begleitet wird diese Entwicklung von Gefühlen des Unbehagens, konkreten und diffusen Ängsten, von psychologischer Verdrängung und Abwehr, nicht zuletzt ein Signal für die ästhetische Instabilität. Denn wir können uns noch kein Bild vom Ganzen machen. Erkenntnisse bleiben nur Aggregate und sind noch weit entfernt von der Erkenntnis des Systems als Ganzen, das letztendlich mehr als die Summe seiner Teile sein wird. Dieser Prozess ist Teil der Globalisierung, die bislang von wirtschaftlichen Interessen vorangetrieben wurde. Doch sie ist weit mehr als ein wirtschaftlicher Vorgang. Die Verflechtungen vollziehen sich ebenso auf wissenschaftlicher, politischer und kultureller Ebene. Ästhetisch beschwert wird die digitale Entwicklung durch die Entgrenzung der Räume. Es verschwimmen Realität und Fiktion, Fakten und Emotionen, Objektivität und Subjektivität. Und diese Grenzen sind fließend und lösen sich auf. Übergänge lassen sich nur schwer oder überhaupt nicht definieren. Diese Entgrenzung zieht psychologische Komponenten mit kognitiven und emotionalen Strukturen im Schlepptau mit. Menschliche Fähigkeiten und Kompetenzen zur Gewinnung von Erfahrungen und Erkenntnissen werden externalisiert, unkritisch, ja hilflos und in Teilen fatalistisch an Maschinen abgetreten. Eigenes selbstständiges Denken und Fühlen wird an eine vermeintlich höhere, nahezu allmächtige Instanz übertragen. Und wie all schon ist der Satz: Es tut mir leid, aber der Computer sagt nein. Ein Zukunftsraum der Digitalisierung, der immer größer und wichtiger wird, der immer konkretere Formen annimmt und immer mehr in den Alltag eintritt, sind Brain-Computer-Interfaces, kurz BCI,
DCI. Diese Zitat ermöglichen eine direkte Informationsübertragung zwischen einem organischen Gehirn und einem technischen Schaltkreis. Durch das Auslesen von Gedanken bzw. mentalen Befehlen können Sie als neurotechnologische Eingabesysteme eine sprach- und bewegungsunabhängige Maschinensteuerung vermitteln. Um hierzu eine Akzeptanz herzustellen, ist es unerlässlich, dass der Fortschritt nicht allein die Gewinnmaximierung von Unternehmen determiniert wird. Und damit der Raum der Digitalisierung an ästhetischer Stabilität gewinnt, ist ein stabiles Fundament von universal geltenden Werten erforderlich. Der Diskurs zu Begriffsklärungen ist unabdingbar, denn eine Voraussetzung menschlichen Zusammenlebens besteht in einer politischen Ordnung, die die Willkür aller Menschen einschränkt und ihnen einen Freiraum persönlichen Handels garantiert, mit einem Rechts- und Verfassungsstaat, zu dessen höchsten Werten die Menschen- und Grundrechte zählen, siehe auch Eisler und Kant. Die Werte müssen nicht mit Blick auf Vorteil und Nutzen geschaffen sein, sondern einzig und allein auf allgemeingültigen, universalen Werten, die sich aus sich heraus bedingen und unvergleichbar sind. So ist die Würde ein absoluter Wert, von der ausgehend weitere abgeleitet werden können, die ihrerseits universale und absolute Geltung besitzen. Für unsere Zukunft benötigen wir eine humansoziale Intelligenz, um Antworten auf die grundsätzlichen Fragen geben zu können. Menschen gestalten seit Jahrtausenden ihren Raum und damit die Dimension ihrer Leben und ihrer Erkenntnisse. Ästhetik ist in diesem Raum alles, was die Sinne anspricht und damit essentieller Teil des Menschseins, wie die Luft zum Atmen. Diesen Raum gilt es wieder neu zu gestalten und mit Verantwortung, Moral und Hoffnung belastbar auszustatten. Abkehren vom kartesianischen Weg des Weltverständnisses mit seinem menschenzentrierten Blick auf Umwelt und Natur, mit neu ausgehandelten Gesellschaftsverträgen, in denen die Politik als verhandelte Ordnung an der Zukunftsgestaltung mitwirkt und sie nicht tatenlos der Wirtschaft überlässt. Denn nichts ist weniger unschuldig, als den Dingen ihren Lauf zu lassen, sagt Pierre Bourdieu. Die ästhetische Instabilität ist ein Thema von vielen, das sie unter der Monokultur des ökonomischen Denkens mit ihren Ängsten und Werten subsumiert. Ästhetik wie auch der bewusste Anspruch dazu wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr vernachlässigt und entwertet und ist durch die Strategie der Verinnerlichung gekennzeichnet, dass es zur ökonomischen Entgrenzung keine Alternative gibt. Eine Entgrenzung, die mit der Digitalisierung und der damit einhergehenden Erweiterung der Identitäten noch ausufernder wurde. Privat, öffentlich, beruflich, geschäftlich vermischen sich bis zur Unkenntlichkeit mit fließenden und unscharfen Grenzen. Das lassen wir aus. Nochmal, es braucht ein zweites Zeitalter der Aufklärung, das an das erste anknüpft. Das erste war geprägt von der Freiheit, von der Verinnerlichung gottgegebener Strukturen. Das zweite bringt die Freiheit von der Verinnerlichung ökonomischer Strukturen, die sich als unabänderlich und schier religiös in das Bewusstsein angebrannt haben. Hierzu sind Quantentheorie und Erkenntnisse der Quantenphysik zu integrieren, um zur beherrschende Illusionslosigkeit, Angst und bleierne Regungslosigkeit zu überwinden. Die ästhetische Erscheinung ist ein zusammenhängendes Gefüge und komplexes Geflecht, das sich als individuelle Anschauung in der subjektiven oder pluralistischen Wahrnehmung nur in ihren Teilen erschließt. Ästhetische Erkenntnis ist insofern immer unvollständig. So bestehen immer erweiternde potenzielle Möglichkeiten, nicht jedoch deren objektiver Charakter. Dies entspricht Deutungsmöglichkeiten, Aussagen und Erkenntnissen aus der Quantenphysik, die zunehmend unsere Wahrnehmung der Realität verändern, wobei immer deutlicher zutage tritt, dass die Welt weniger fix und linear verstanden werden muss, als dies bislang der Fall war. Passt dazu Anton Wilhelm Amos in Apothea 82, Leben und Existieren sind nicht synonymer. Alles, was lebt, existiert, aber nicht alles, was existiert, lebt. Es handelt sich in der Quantentheorie um eine Art, die Zitat Wahrnehmung zu objektivieren. Jede Wahrnehmung bezieht sich auf eine Beobachtungssituation, die angegeben werden muss, wenn aus Wahrnehmung auch Erfahrung werden soll. Damit kann die Quantentheorie als Physik der Beziehungen und Möglichkeiten charakterisiert werden. Diese Beziehungen erzeugen gegenüber einem bloßen additiven Nebeneinander Ganzheiten, die sehr viel mehr sind als die Summe ihrer Teile, wobei diese Teile nicht mehr eigenständig, sondern letztlich nur noch virtuell der Möglichkeit nach existieren. Aus Heisenberg, Quantentheorie. Im Ganzheitscharakter der Quantentheorie dagegen sind die Möglichkeiten eines Systems festgelegt, nicht jedoch deren Realisierung als Fakten. Da diese möglichen Fakten jedoch nur im Rahmen der naturgesetzlichen Möglichkeiten realisierbar sind, hatte der quantenphysikalische Zufall nichts mit einer strukturlosen Willkür zu tun.
Dies kann ganz im Sinne von Kant verstanden werden, wonach wir nie imstande sein werden, das Ding an sich zu erkennen und sich die Welt uns vielmehr nur in ihrer gegebenen Komplementarität erschließt. Die ästhetische Stabilisierung wird damit nicht zuletzt eine zu einem erkenntnispraktischen und zugleich sowie theoretischen Unterfangen. Damit bin ich am Ende angelangt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich leite direkt über zur Diskussion. Ich würde sagen, wir haben 10 Minuten. Dann überziehen wir etwas in die Mittagspause, aber 10 Minuten sollten wir Ihnen widmen. Gibt es Wortmeldungen, direkte, spontane Reaktionen, Einsprüche, Kritik? Also was ich vielleicht, Frau van den Berg, ja. Ja, ich habe die ganze Zeit versucht zu verstehen, was Sie mit Organisationsästhetik genau meinen. Das war ja ein ziemlicher Rundumschlag, gesellschaftskritischer Rundumschlag. Und mich würde tatsächlich dieser Begriff näher interessieren. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Also der Vortrag war jetzt ganz unabhängig von dem, was ich mache, was Organisationsästhetik ist. Also das mache ich beruflich, aber das hat mit meinem Vortrag nur insoweit zu tun, als es halt auch eine Form von Ästhetik ist. Und Organisationsästhetik verstehe ich so, dass Ästhetik was ist, was als stimmig empfunden wird. Oder als unstimmig oder was auch immer. Also eine Empfindung ist und Organisationen, Unternehmen oder Institutionen sich ja nicht nur durch Websites oder Außenauftritt, Werbung oder was darstellen, sondern auch ganz konkret von den Mitarbeitern empfunden werden. Ob sie sich da wohlfühlen, ob sie sich einbringen, ob sie sich damit identifizieren. Und das funktioniert ja nicht, dass das von oben so oktroyiert wird und auferlegt wird, dass das so ist, sondern das muss wachsen und entsteht oder es entsteht eben nicht. Ganz krasses Beispiel zum Beispiel, wo die Organisationsästhetik völlig aus der Kraft gesetzt ist, sind zum Beispiel jetzt die Lebensmittellieferanten, Gorillas, die jetzt streiken. Da ist die Organisationsästhetik völlig am Boden, weil die außer für den Profit überhaupt für keinen mehr funktioniert. Also ob das so klar macht, um was es geht. Also es geht nicht, es geht im Prinzip, also den Begriff ganzheitlich würde ich gerne vermeiden, aber es geht schon so ein systemischer Blick auf Organisationen, Unternehmen, ob das von der Außenstadt, ob die Außendarstellung das widerspiegelt, was auch im Unternehmen passiert und was im Unternehmen passiert, dass ob das auch seine eigene Stabilität und Ästhetik hat. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne, also ich meine, Ihre Diagnose im Großen und Ganzen kann man ja zustimmen. Die umgekehrte Frage ist, weil Sie immer wieder davon sprechen, es geht um Restitution von Kriterien, sozusagen von Qualitätsdifferenzen, es geht um universale Werte oder die Wiedergewinnung sozusagen universaler Werte. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja so, dass nicht nur die Totalisierung des Ökonomischen oder sozusagen der Ökonomismus unserer Epoche gewissermaßen das erzeugt hat, was Sie Verwüstung oder Monotonisierung und so weiter nennen, sondern es gibt ja auch eine anhaltende, eigentlich seit mindestens einem Jahrhundert anhaltende Kritik an der klassischen Aufklärung, an Vernunftsidealen, an Begriffen wie Würde, Schönheit, an Begriffen überhaupt wie Universalität und so weiter und so weiter. Ich
verstehe nicht, woraus Sie gewissermaßen Visionen eines anderen beziehen wollen. Sie haben am Ende die Quantenphysik adressiert. Das Quantenphysik ist für mich ein mathematisch-wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man das, was man vielleicht zu Recht Verlust von Vision, Verlust von Verantwortung, ich würde es in meinem Sinne ausdrücken als Verlust der Koinonia, also das heißt des Gemeinsinns, dass dieses Fehlen oder dieser Mangel sozusagen durch naturwissenschaftliche Theorien dieser Art in irgendeiner Weise beantwortet werden kann, sondern es muss eigentlich aus anderem schöpfen. Und mir ist nicht ganz klar, wo Sie das hernehmen wollen. Ne? Ja, die Verbindung zur Quantenphysik verstehe ich auch eher so, dass die ja klar macht, dass das Prinzip Ursache-Wirkung nicht immer ganz zutrifft. Also so dieses lineare Denken, dass was die Quantenphysik eigentlich ein Ausdruck dafür ist, dass das lineare Denken im Prinzip gar nicht die Komplexität unserer eigentlichen Welt erfasst und die letzten 100 Jahre eben nur hauptsächlich im linearen Mehr und Plus und Veränderung und es wird immer toller und positiver. Dann gibt es das Auto, dann gibt es die Flugtaxis und so weiter und so fort. Also dass dieses Verständnis eigentlich an ein Ende gekommen ist und mithilfe der, oder durch die Quantenphysik klar wird, dass es auch ganz andere Möglichkeiten gibt. Also das heißt, Ihre Referenz auf die Quantenphysik ist eine Metapher für ein anderes. Genau. Verstehe. Ja, mehr als in dem Verständnis, ja. Herr Landkammer, noch? Ja, also vielleicht nur ganz kurz. Ich meine, ich würde natürlich jetzt sofort meinen Begriff des Ganzheitlichen zurückziehen, wenn Sie ihn so verwenden wollen, wie Sie ihn verwendet haben, würde ich dann ganz anders verstehen wollen. Mhm. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die Ästhetik, so wie Sie sie verstehen, also meinetwegen als Organisationsästhetik, ungefähr so viel mit Ästhetik zu tun hat wie eine Firmenphilosophie, wie man sagt, mit Philosophie. Also das sind dann Begriffe, Ästhetik, so wie Sie es verwenden, schien mir, das hat wenig mit der Idee dazu zu tun, darüber zu reflektieren, das irgendwie wissenschaftlich zu hinterfragen, historisch auch zu fundieren, wie Herr Mersche angedeutet hat, sondern da wird Ästhetik sozusagen, fast sonntagsrednerisch politisch. Na, also dann wird Ästhetik, um irgendwas einzufordern, was man gern mal, wo wir doch alle hier so schön zusammen sind, dann macht als urbane Architektur und so weiter. Das finde ich, kann man machen, aber das ist ein anderes Register von Diskursen. Da würde man dann sehr viel mehr drauf schauen müssen, was ist das für eine Form der öffentlichen Kommunikation, der in dem Sinn von Ästhetik geredet wird, in dem Ästhetik was mit Übereinstimmung, mit angenehmen Fassaden und schönen urbaner Gestaltung zu tun hat. Deswegen wäre mein Impuls eben gewesen, Ästhetik ganz zurückzuziehen aufs Individuum, also auf den individuellen Rezeptionsvorgang. Das war meine Idee, mein polemischer Vorschlag. Ich fühle mich so ein bisschen bestätigt dadurch, dass man dann sieht, wenn man das nicht macht, dass man dann zumindest riskiert, was dann passiert. Dann passiert nämlich sowas, dass dann Ästhetik zur Frage wird, ob wir jetzt in der Fußgängerzone Betonkübel aufstellen müssen oder was anderes. Das würde ich gern vermeiden. Also da finde ich, darüber kann man zwar auch diskutieren und dann soll man auch diskutieren und dann kann man Bürgerabstimmungen darüber machen, was wir da gerne haben wollen. Und wer was schöner findet, wer was anders findet. Aber das ist halt ein Begriff von Ästhetik, der trägt zu viel Ballast mit von wirklich ganz anderen Dingen. Der wissenschaftliche ästhetische Diskurs wirklich und wahrscheinlich gewinnbringend davon länger verabschiedet. Deswegen würde ich auch so ein bisschen diese Vorbehalte versuchen zu artikulieren. Mhm.
Also mir ging es jetzt nicht darum, auch dass man jetzt diskutiert, ob, wie Sie sagen, Betonklötze hinstellt oder nicht, sondern dass man einfach mal feststellt, dass das so ist und was das für die für das ästhetische Wahrnehmung überhaupt, was die was ja, das schon. Also meine, das, und wissenschaftlich untersuchen kann man das bestimmt auch, was das verursacht. Ja, aber meinen wir, dass da Wissenschaft, also den Begriff in der Ästhetik hier normal, wenn kann der was dazu sagen? Also hat der da irgendeine Form, da sinnvoll zu intervenieren? Oder ja, was verstehen Sie denn unter Ästhetik? Also Ihre Definition davon? Ich habe da keine Definition, ich habe nur historische ja, Vorbilder und Möglichkeiten. Es gibt historische Varianten dafür und ja. die kann man, die wird man analysieren müssen und vielleicht auch auf ihre Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck untersuchen müssen. Aber ich habe das Gefühl, die Tauglichkeit und den Zweck, den Sie beanspruchen, den hat man lange aus dem Auge verloren und der ist lange nicht mehr für die Ästhetik sozusagen wahrscheinlich sogar zugänglich. Also das, wie gesagt, das sind öffentliche Diskurse, die auf einem ganz anderen Niveau mit anderen Interessen, mit anderen auch analytischen Unterscheidungen, eigentlich beziehungsweise ohne analytische Entscheidungen weitgehend zurechtkommt, da würde ich... Das ist darin das Problem. So. Ja, also da würde ich mir völlig hilflos auch vorkommen, was man da dazu sagen soll. Oder was würde man, Herr Mersch, Sie sind ja sozusagen als Präsident dieser Gesellschaft da schon gefragt, was sagt man da, was macht man da? Dann erklärt man sich einfach für unzuständig, für nicht gesprächsfähig für solche Dinge? Oder wie geht man damit um, wenn das sozusagen, wenn das ja eine, meinetwegen eine zivilgesellschaftliche Anforderung an die Ästhetik ist? Diese Art von Diskursen, die Herr Franke bewegt hat. Das könnte man also mal so diskutieren. Es war auch dazu zu spät. Aber das könnte ja so sein, dass da der Ästhetiker jetzt gefragt ist. Was machen wir jetzt? Dazu ist es in der Tat jetzt zu spät. Ich fühle mich auch als Präsident dieser Gesellschaft, der ja eigentlich nur etwas verwaltet, nicht berufen, da eine sozusagen maßgerechte Antwort zu geben. Es ist ganz klar, dass die ästhetischen Diskurse in den letzten 100 Jahren in eine andere Richtung gegangen sind, aber ich verstehe Sie, Herr Frank, so, dass Sie etwas wiederzugewinnen versuchen, sozusagen auch über die Rationalitätskritiken und Aufklärungskritiken sozusagen des Jahrhunderts hinaus. Die Frage, die sich stellt, und da wird es dann eben schwierig oder man muss dann genau hinschauen, ist, ob man das, was man wiederzugewinnen versucht, nicht selbst wieder Züge dessen enthält, was man als Verlust sozusagen adressiert hat. Also ob nicht auch so etwas restituiert wird wie Totalitätsansprüche, die wiederum in der Aufklärung und im Nachgang der Aufklärung mit transportiert wurden. Aber das sind offene Fragen, die man diskutieren muss. Ich würde sagen, wir machen hiermit die Sektion zu. Vielen, vielen Dank für Ihre Beiträge.